Gleich geht es los mit der Pen & Paper Rollenspielrunde. Es ist ein Fanprojekt. Alle Beteiligten sind Laien und es wird so gespielt, wie es ihnen Spaß macht. Sie verkörpern dabei fiktive Charaktere, sie Schauspielern. Aussagen und Handlungen der Charaktere können also stark davon abweichen, was die Beteiligten denken oder tun würden. Dabei können auch schwierige Themen vorkommen. Wenn du merkst, dass das gerade nichts für dich ist, dann überspring die Szene oder schau einfach in der nächsten Folge wieder rein. Und damit viel Spaß! Sie lügen, wenn sie sagen, das Licht sei der Ursprung. Ich habe es gesehen und weiß, dass die Dunkelheit unsere wahre Heimat ist. Und nun, da diese Dunkelheit ihr Recht am Himmel fordert, fliehen die feigen Lügner, die Alten, die Sterne, hierher zurück. Doch hier warte ich, und ich werde ihre Seelenlieder finden. Ich werde euch alle von ihren Lügen befreien. Das Licht muss enden, damit wir alle zurückkehren können in die Unendlichkeit der Dunkelheit, von der wir kommen. Ich bin Aran Talvar. Und wer soll mich aufhalten? Huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute wieder das schwarze Auge ohne das schwarze Auge Regeln, sondern mit Regeln von Marot von Rollenhörspiel.de. Nennt sich Cinema, das Ganze. Und ja, schön, dass ihr alle da seid. Danke Tengil nochmal für den Sub. Freut mich immer sehr, wenn hier reingesubbt wird. Habe ich auch ein bisschen was von wahrscheinlich irgendwann mal. Twitch macht da ja gerade sehr viel Unsinn mit, aber mal gucken. Was ich da irgendwann kriege ich da bestimmt irgendwas, so 2,50 Mark oder so raus. Ja, der Gevatter ist auch da und Valinue und Ocke, Elanor, wen wundert's. Schön, dass ihr alle hier seid. Genau. Cyriande, auch da. Erste Mal, hallo, auch an dich. Schön, dass du da bist. Ja, wir spielen das Abenteuer Ruf der Bahalür und aus der Sternenträgerkampagne. Und wir sind gerade so ein bisschen, ja, eigentlich noch relativ am Anfang. Aber wer sind wir eigentlich? Dann schwenke ich mal rüber und stelle euch die MitspielerInnen mal vor. Wir haben nämlich hier den wir das letzte Mal ganz doll vermisst haben, der Slive, der spielt Snorri Ragnarsson. Svafnir zum Gruß hier, Landraten. Genau. Und dann haben wir noch Rintaro dabei, der spielt Lumin Geldor von Tralo, ein Krieger aus Weiden. Die Zwölfe zum Gruße zusammen. Und sein kongenialer Konterpart von letztem Mal, der Pölle, spielt Alrizio, glaube ich, den Mondschatten des Fex.
Lukshum Torgam, möge dir deine Börse lehren. Oh weia. Okay. Muss ich meine Dukaten zusammenhalten. Ja, dann haben wir unser Neuling oder unsere Neulingen. Da gibt es keine feminine Form von, oder? Neuling dabei. Elanor spielt Tashmeru, die Mabu-Geweihte. In Zwölfe zum Große. Ja, sehr schön. Und warst ja auch schon dieses Mal auf dem Thumbnail drauf. Das heißt, hohe Erwartungen jetzt. Ne? Und last but not least, Stadtpoetin spielt Shayariel Eulenschwinge und ist gerade rechtzeitig nochmal wieder vom Klo zurückgekehrt. Hallo zusammen. Es ist immer schön, wenn die SpielerInnen dann irgendwie so, ich sag so, Intro läuft, alle bereit machen und ich geh nochmal aufs Klo. Ja, wer weiß, wer, 3 Stunden und dann ist es spannend oder so, dann komme ich nicht weg. Ja, passieren, ne? Ja. Ich hoffe, bei euch ist es relativ kühl. Wir sitzen hier, also ich sitze unterm Dach und mir ist tierisch heiß. Ich hoffe, man hört auch die Klima, also den Ventilator nicht so, sich so doll im Hintergrund. Geben unser Bestes, euch gut zu unterhalten. Und wenn ihr wissen wollt, wo wir unterwegs sind, blende ich euch hier mal die Karte ein. Wir sind hier gerade im Wald, quasi in einem einer Stadt, also eigentlich ein Dorf, das früher mal eine Stadt war, nämlich Quillquell, und haben dort beim letzten Mal eine Auseinandersetzung mit Rotpelzen, also Goblins, gehabt. Unsere HeldInnen sind auf der Mission der Magierakademien von Gerasim. Da haben sie im Vermächtnis der Völker, einem magischen Ort, in dem man Zugang zu Madaias Träumen bekommen kann, einen Hilferuf oder ein Hilfelied und Visionen mitbekommen und eine Schattenkreatur besiegen müssen. Und die Magierakademie hat sich aufgemacht, eine Expedition zu starten, um diesem Hilferuf nachzukommen, und hat quasi unsere HeldInnen eingepackt und als muntere Recken zur Unterstützung mit dabei. Wir haben 3 MagierInnen dabei, die mal mehr oder mal weniger fähig sind. Besonders der Magister Silberhaar ist schon etwas greise. Aber immerhin ziemlich intelligent, kompetent, wenn er denn mal nicht irgendwas vergessen hat. Was sonst Adepta Tassia, seine Assistentin, immer ausbügeln muss. Und Lumin und Alrizio können viel mehr anfangen mit dem Magister. Wie hieß er noch? Jetzt fällt der Name nicht mehr ein. Hilf mir mal kurz. Castellani, genau. Magister Castellani. Und diese 3 Magier sind mit euch unterwegs. Und beim letzten Mal habt ihr, wie gesagt, Rotpelze getroffen und wolltet mit ihnen verhandeln. Also Arizio wollte das. Lumin nicht so sehr, der wollte die eher über die Klinge springen lassen. Und eigentlich wollten die Rotpelze ja nur Shayariel mitnehmen. Eigentlich. Ne? Aber die wollte das irgendwie auch nicht, warum auch immer. Und gab es einen fürchterlichen Kampf und die Goblins sind in die Flucht geschlagen worden. Allerdings haben Lumin, Snorri und all die anderen ziemlich gelitten. Und wahrscheinlich werden die Goblins auch zurückkehren. Das ganze Dorf ist in Aufruhr, weil ihr die jetzt provoziert habt. Und die müssen jetzt hier noch eine ganze Weile mit denen in der Nachbarschaft leben. Und ihr werdet wahrscheinlich ja irgendwann weiterziehen. Das ist gar nicht mal so schön für die. Und dann gab es in der Nacht auch noch ein Wiedersehen für Shayariel, nämlich mit ihrer alten Weggefährtin. So kann man es irgendwie neutral bezeichnen, glaube ich. Mit Feyaria, einer Auelfe von ihrem Stamm, die, wenn ihr das Prelude von Shayariel gesehen habt, einer merkwürdigen Krankheit anheimgefallen ist und sich eigentlich zurückgezogen hat, aber jetzt irgendwie hier so mitten in der Wildnis
nördlich der Salamandersteine wieder aufgetaucht ist und ja, im Endeffekt Shayaril angegangen ist, angesprungen hat, ihre Zähne in ihren Hals schlagen wollte, die auf einmal ziemlich gewachsen waren. Sie hatte sich wohl in einen Vampir verwandelt. Und da ist unsere Neuzugang zur Rettung geeilt. Tashmeru ist aus den Schatten aufgetaucht und hat mit einem, ja, mit einem hinterrücks geführten Dolchschlag das Unleben der Vampirin beendet. Oder zwei Durchschlägen. Den das Unleben der Vampirin beendet. Und ja, hat sich damit erstmal schon mal Freunde gemacht, weil sie hat sich ja gerettet. allerdings ist sie ja natürlich auch ein bisschen merkwürdig mit ihrem Turban, ihren dunklen Kleidungen und ihrem Akzent. Und ja, warum kann die auf einmal solche merkwürdigen vampirischen Gestalten so einfach töten? All das ist eine Sache, die wir heute klären sollten vielleicht. Ihr seid zurückgegangen nochmal zu der Hexe des Dorfes, die einen Heiltrank zubereitet hat für eine andere Elfe, die dort im Fieber liegt, also auch eine Krankheit hat. Im Fieber waren irgendwie bewusstlos dahin siecht und jetzt wohl von der Hexe geheilt werden kann, weil ihr die Kräuter besorgt habt für sie. Allerdings hat sie deswegen auch keine große Kraft oder keine großen Ressourcen mehr frei, um Lumin nochmal zu heilen, der den es ziemlich erwischt hat beim Kampf mit den Goblins. Ich würde mal sagen, ihr beschreibt mir jetzt einfach mal alle, damit wir ein bisschen reinkommen in die Szenerie, wo ihr die Nacht verbracht habt, die restliche Nacht. Und wie eure Nacht war. Und vielleicht schreite ich dann ein und sage euch dann noch ein paar Sätze zu. Und genau. Wer anfangen mag, vielleicht fangen wir mit Snorri an, weil der das letzte, weil Slive das letzte Mal nicht da war. Und auch nur so aus zweiter Hand, also der hat die Folge natürlich geschaut, ne? Aus zweiter Hand mitbekommen hat, was passiert ist. Was hat das Ganze denn mit Snorri gemacht und wie hat er sich denn jetzt so in den Schlaf bringen können oder hat er das überhaupt geschafft? Naja, er hat diese Szene ja mitgekriegt und ist dann erstmal rausgegangen und ja, er hat noch so ein bisschen, also länger im Dorf rum. Also ich habe ja schon viel gesehen. Viele, viele Winter und viele Dinge. Aber sowas habe ich sehr, sehr selten gesehen, beziehungsweise noch gar nicht. Also bin quasi sichtlich beeindruckt. Und gibt's im Dorf, also das ist ja, heißt ja Quell, da muss ja irgendwo die Quelle vom Quell wahrscheinlich sein. Die Quelle ist etwas entfernt vom Dorf, aber da müsstest du ein bisschen laufen. Weiß ich nicht, ob das so ratsam ist mit den Goblins jetzt im Wald. Also war mehr so die Frage, kann ich mir irgendwo eine Mütze frisches Wasser ins Gesicht hauen? Oder so. Also irgendwie so. Ja, es gibt einen Brunnen auf jeden Fall, ja. Okay, super. Dann gehe ich jetzt erstmal zum Brunnen und wasche mir als erstes das Gesicht. Schaue mich um. Kann noch nicht so ganz fassen, was da gerade passiert ist. Und gehe jetzt erstmal ein bisschen auf und ab. Kommt noch irgendwer anders raus? Aus der Hütte? Tashmeru sitzt tatsächlich vor der Hütte oder etwas unweit der Hütte auf einer Bank und hält zusammen mit der Magistra oder mit der Adepta Wache. Das hat man so vereinbart. Du unterhält sich mit der, erzählt ein paar Geschichten. Hat auch so ein bisschen Auge auf dich, aber... Irgendwann, so nach irgendwie einer Viertelstunde hin und her trippeln, setze ich mich zu euch. Wer bist du? Ich hatte mich schon vorgestellt. Du schaust so, lasst mich gerade noch
die zwei Sätze und dann ist die Geschichte vorbei. Es beendet die Geschichte Tashmero. Soweit war ich auch schon. Meinst du nicht, das ist ein Thema, was wir mit allen besprechen sollten morgen, wenn wir alle ausgeruht sind? Ich bin keine Gefahr, also ich werde euch nichts tun. Nun gut. Sitzt ein bisschen stumm da und steht irgendwann auf und sucht sich eine der Hütten. So. Ich glaube, ich brauche auch erstmal ein bisschen Schlaf. Meint ihr nicht, ihr solltet bei den anderen da schlafen? Ist nicht viel Platz, aber mit den aufgebrachten Goblins sollte keiner alleine die Nacht verbringen. Ah, vielleicht. Ihr seid Torwaller, ihr könnt kämpfen, von daher nur meine Meinung. Aber, also, ne, ich fasse mir so an die etwas ledierte Schulter und aber so richtig gut bin ich auch nicht mehr beisammen. Ich träume mich dann wieder in die Hütte. So. Und versuche mich da irgendwie auch so hinzulegen, dass es nicht allzu sehr weh tut. Ja, Lumen ist ja einfach, nachdem wir nochmal danach, nach dem Gespräch mit Alricio, in die Hütte gegangen sind und uns nochmal kurz besprochen hatten, ist er ja einfach, während er noch irgendwie einen halben Satz gesagt hatte oder sowas, oder zumindest abgeschlossen hatte, ist er einfach da, wo er sich hingesetzt hat, einfach eingenickt und würde dementsprechend noch da sitzen und ja, wahrscheinlich erstmal ein paar Stunden schlafen. Ich schlafe auch. Also Shayari schläft auch. Ich habe mich ja bei der anderen Elfin am Fußende sozusagen zusammengerollt und schlafte einfach. Und Alricio? Ja, nachdem ich die Aranierin gesehen habe, die schwarze Kleidung trägt und wahrscheinlich auch das ein oder andere Indiz noch darauf für mich zumindest als, ich formuliere es jetzt mal so, als sakraler... Ja, nicht direkt. Ist tatsächlich nee? Nicht okay. Direkt erkennlich, nee. Alles klar, dann kriege ich aber auf jeden Fall die schwarze Kleidung mit und dann grübel ich wahrscheinlich einfach noch ein bisschen und lege mich trotzdem schlafen. Was du gesehen hast, sind noch auf dem Rücken, vielleicht als sie rausgegangen ist mit dem Schein, der auf dem Rücken von dem Mantel ist ein weißer Rabe, so ein, wer ist noch, Bistariel gestickt. Aber ziemlich wunderbar. Hell. Wunderbar. Ja, aber also das... nicht in den klassischen Silber, sondern eher so weiß und sehr unscheinbar. Aber trotzdem sichtbar, ja? Mhm. Dann gehe ich mal davon aus, dass mir das aufgefallen sein wird. Mir dürfte auch aufgefallen sein, wie kurz im Prozess du mit diesem Wesen gemacht haben dürftest. Und da ich das als Bistariel erkenne, werde ich wahrscheinlich auch sehr gut schlafen. Ja. Immerhin bringt der gute Träume, so sagt man, ne? Ja. Er macht dann eine zweite Wache. Also Lumen hatte sich angeboten, ob ihn jemand weckt, von alleine aufwachen würde, wahrscheinlich eher weniger nach dem Tag. Wahrscheinlich eher dann Alricio und noch den anderen Magier oder so geweckt werden, der sich angeboten hat. Der ist ja nicht allzu sehr verletzt, im Gegensatz zu Snorri auch. Ja. Wachablösung. Ihr schlaft alle wirklich extrem gut. Ruht euch wirklich auch sehr gut aus. Und fühlt euch auch am nächsten Morgen trotz einiger Wunden, die ihr ja davon getragen hattet durch die Auseinandersetzung, relativ gut und frisch. Immerhin zwickt und zwackt noch da oder hier was. Die Wickel, die Hexe gemacht hat, scheinen allerdings auch irgendwie zu wirken, auch wenn sie da noch nicht viel magische Energie oder sowas hat reinfließen lassen. Zumindest hat sie das so gesagt.
Aber trotzdem fühlt ihr euch ziemlich gut erholt, als ihr die Augen aufschlagt und ja, in der Hütte das Schnarchen von Magister Silberhaar noch hört, der noch munter vor sich hin schnorchelt. Draußen im Eingangsbereich schlägt Licht durch die offene Tür und draußen vor der Hütte kann man den Magister Castellani und Adepta Tassia bei der Tanz der Marder beobachten, wenn man möchte. Lumen würde die Augen aufschlagen. Wird sich etwas gerade hinsetzen, weil so im Sitzen zu schlafen ist, hat nicht nur Vorteile. Dafür ist er überraschend gut drauf, also von daher würde er als erstes aufstehen, weil er wird garantiert auch noch, er wird sich irgendwie dreckig fühlen. Er hat da wahrscheinlich auch noch ein bisschen Blut im Gesicht oder so, weil er gestern Abend irgendwie dazu gekommen, sich zumindest mal eine Katzenwäsche zu gönnen oder sowas, hat er nicht. Tatsächlich nicht, weil irgendwie du versuchst irgendwie, guckst jetzt irgendwie so, wischst dir so im Gesicht herum, erwartest, dass du ein bisschen Dreck oder Blut noch im Gesicht hast, aber du scheinst keinen Dreck zu haben. Dann würde er etwas irritiert gucken, aber gut. Er schaut sich in der Hütte um. Wen sieht er da vielleicht noch schlafend oder gerade auch noch aufwachend? Also Magister Silberhaar schläft noch. Alrizio und Snorri und Dashmero und Shayariel scheinen auch gerade aufzuwachen. Die Elfe schläft noch, also die Fiebertraumelfe. Und die Hexe siehst du nicht. Ja. Dann würde ich erstmal aus der Hütte rausgehen und mich umschauen, wer da so rumkreucht und fleucht. Draußen siehst du niemanden außer Castellani und Adepta Tassia. Gut, und ich bin tatsächlich sauber, ja? Also sauber in Anführungsstrichen. Ja, irgendjemand scheint dir zumindest den groben Schmutz weggewischt zu haben, während du geschlafen hast. Okay. Er würde trotzdem übrigens, mal. Stimmt übrigens für alle. Ich bin sehr irritiert, wer da so im Schlafen Dinge tut. Okay. Ich hoffe nicht die Kröte. Borislav, ja, weiß man nicht, was er macht. Ne? Also Borislav scheint noch zu schlafen. Der sitzt oben auf so einem Regalbrett und hat die Augen geschlossen. Trotzdem schreit Lumin nach Wasser. Dementsprechend würde er sich mal Richtung Brunnen begeben. Ein wenig die Umgebung im Augenschein, währenddessen ein wenig die Umgebung betrachten und den beiden beim Tanzen zuschauen. Den Tanz wird er garantiert nicht das erste Mal sehen. Ja. Aber schön, dass er jetzt eine Tanzpartnerin gefunden hat. Ist doch schon mal etwas. Und dann würde ich mich an dem Brunnen, würde ich mir erstmal meine Rüstung erstmal ausziehen, also zumindest irgendwie das Oberteil und vielleicht kurz, nicht, dass das jemand sehen würde oder so, aber vielleicht kurz die Miene ein wenig verziehen, als er was so über die Schultern hebt, ja. Das ist ja nur ein Kettenhemd und sowas und dann würde er sich erstmal so eine Katzenwäsche gönnen, Wasser ins Gesicht, das tut auch mal gut, egal ob er gerade sauber ist oder nicht und ja. So den Tag erstmal ein wenig begrüßen. Und die Sonne strahlt auch schön durch zwar ein paar einzelne Wolken, die immer wieder so vor die Sonne ins Vorziehen, aber die Breios-Scheibe quält und dringt sich da immer wieder durch die Wolkendecken durch und bringt schönen warmen Sonnenschein. Ja, auch der Schmero erhebt sich dann. Sie hat tatsächlich auch in sich eine Ecke gequetscht, auch im Sitzen geschlafen. Reckt sich und streckt sich, macht dann auch ein bisschen Dehnübungen draußen vor der Tür und würde dann auch zum Brunnen gehen, um sich auch zu waschen und so. Guten Morgen, Lumin. Dreht sich um. Guten Morgen, Tashmero, richtig? Ja. Ja, ja. Danke nochmal für deine Hilfe gestern Abend. Kein Problem. Das ist mein Job. Wenn du von dem Orden gesandt wurdest, bist du mehr als willkommen. Es freut mich zu hören. Aber mir brennen zwar einige Fragen
auf der Seele, was dich angeht, aber vielleicht tun wir das nachher beim Frühstücken oder so. Ja, ich hatte gestern Abend auch schon mit Snorri das Vergnügen, er wollte auch mehr wissen. Wir sind halt eine neugierige Gruppe. Ihr seid, ja, ich kann es euch nicht verdenken. Taucht jemand mitten in der Nacht auf und sticht jemanden nieder, der daraufhin zu Staub zerfällt. Und wahrscheinlich hat das doch niemand von euch gesehen, obwohl dein Vater hatte was erzählt. Ja. Du bist der Einzige. Ich hatte einmal gegen ein solches Wesen gekämpft, das zweifelhafte Vergnügen und mehr Glück als Verstand habe ich es besiegen können, indem ich den Kopf von seinen Schultern getrennt hat, was aber auch einiges schwieriger war als, ich würde jetzt nicht sagen gewöhnlich, weil ich nicht viele Köpfe in meinem Leben von irgendwelchen Schultern getrennt habe bis dato, aber ich hätte es mir nicht so schwierig vorgestellt. Ja, aber die sind zieht sich währenddessen halt langsam wieder an. Kaschmiro wird sich auch waschen, so ein bisschen den Mantel ablegen. Das fällt dir jetzt auf, dass der Mantel tatsächlich so dunkelrot umsäumt ist. Das hast du halt gestern Abend nicht gesehen, weil er einfach wirkte schwarz. Und was du ja dann auch siehst, ist auch die Bestariel auf dem Rücken, also der Rabe. Ja, auch die Weste ist rot umsäumt. Aber man sieht so, vielleicht im Sonnenlicht, wenn es richtig fällt, dass auch Raben und siehst du dann auch Sanduhren tatsächlich in schwarz auf die Weste gestickt sind. Also das ist sehr gedeckt alles ihre. Erst auf den zweiten Blick sieht man. Erst auf den zweiten Blick, genau. Fixierten. Ja, sehr schön. Sehr schöne Arbeit. Oh, ja, danke. Habt ihr es selber gemacht? Nein, so handwerklich begabt bin ich nicht. Wir haben im Orden ein paar, die das machen. Aber wir sind auch feine nicht viele. Feine Arbeiten sehe ich selten. So feine Arbeiten habe ich selten gesehen. Was hat es mit der Sanduhr auf sich? Und das ist das Symbol meiner Göttin. Ich dachte, das wäre. Ich denke, ihr kennt den Orden. Ja, wir haben eine Abtei gehabt und wir haben etwas, aber ich muss leider gestehen, dass ich nicht sehr tief in der Materie drin bin, beziehungsweise mich da nicht sehr groß umgekümmert habe, um ehrlich zu sein. Ja, die Sanduhr symbolisiert halt so ein bisschen die Vergänglichkeit von allem. Die Zeit läuft weiter, läuft ab. Ja. Wie lange habt ihr gebraucht, um uns zu finden? Ich hatte von eurem Vater den Hinweis, dass ihr Richtung Gerasim unterwegs wart. Insgesamt war vielleicht, glaube ich, von 2 Monate jetzt gewesen sein, 1,5, 2 Monate, seit ich euren Vater verlassen habe und davor auch ein gutes halbes Jahr. Bis Dreivierteljahr. Und ihr wart die ganze Zeit über alleine unterwegs? Nein, ich bin tatsächlich aus Palmyrabad mit einer Reisegruppe gereist. Mit Händlern. Und auch hier hoch mit Händlern, aber irgendwann weiß halt diesen. Habe ich den Vampir gesehen und mich von der Gruppe abgesetzt. Mutig diese Kreaturen sind. Ja. Hart im Nehmen, ich weiß. Sehr hart, ja. Glücklicherweise war mein Dickschädel dick genug. Ich kann wirklich von Glück reden, dass ihr es überlebt habt. Ich hatte einen guten Lehrer, der hätte ich, glaube ich, auf eine andere Art und Weise gekämpft, wäre es wahrscheinlich nicht so gut ausgegangen. Die typische Weidener Art zu kämpfen ist eher auf Kraft ausgelegt. Und in Sachen Kraft habe ich nicht den Hauch einer Chance gegen ihn gehabt. Ja, diese Wesen sind wirklich sehr, sehr kräftig und mächtig. Man unterschätzt es. Selbst zarte Gestalten können Kräfte entwickeln. Das ist jenseits von vom Fassbaren. Oh ja. Oh ja. Ich hätte mitgehen sollen. Ich hätte mitgehen sollen. Aber ihr wart ja glücklicherweise da. Ja. Auch wenn ich, glaube ich, in dem Kampf keine wirklich große Hilfe gewesen wäre gestern Abend. Ja, mein Glück war auch ein wenig, dass es Riccio sie abgelenkt hatte. Dass sie abgelenkt war. Sonst wäre es für mich auch etwas härter gewesen, aber. Ja. Ja, gut, dass wir Riccio haben, ja. Wo sind eigentlich die anderen? Wo ist Nori? Ich glaube,
Der war gerade am Aufwachen, genauso wie die anderen auch. Shaerl waren alle so im Aufwachen noch begriffen. Aber wir können gern zurückgehen. Ich bin hier fertig. Ebenso. Sie zieht sich auch den Mantel wieder an und macht sich die Hände trocken, hat sich die Hände an der Hose abgetrocknet. Ja, Lumin würde jetzt eigentlich nur noch, bis wir irgendwie zum Frühstück kommen oder so, sich ein wenig um die Waffenpflege kümmern, weil das Schwert wurde ja gestern gut gebraucht. Bisschen generell Pflege von den Klamotten. Sich selber hat er ja schon genommen. Ja. Würde aber tatsächlich hin und wieder, weiß ich nicht, also ein geschultes Auge, ich denke, Tashmero wird es eventuell merken, Alricio wahrscheinlich auch. Lumin scheint ein wenig Tashmero zu mustern hin und wieder. Also wenn Tashmero irgendwie zu Lumin guckt, dann kümmert er sich halt weiter irgendwie um sein Schwert oder sein Kettenhemd oder sowas. Aber es ist eher so ein einschätzender Blick, als jetzt irgendwie vielleicht etwas anderes in der Richtung, was man sich vielleicht denkt. Ja. Ja, Tashmero sitzt halt, da hilft vielleicht, der Heck hilft vielleicht, bereitet irgendwie, guckt, dass ihr was fürs Frühstück findet, schaut sich da, kümmert sich darum, dass irgendwas auf den Tisch kommt und wo drin im Haus oder draußen irgendwo. Ja. Wartet einfach, dass die anderen wach werden. Ja, während ihr beide da draußen zugange seid, können die noch etwas, sich noch einmal herumgedreht haben vielleicht, nach dem ersten Wachwerden-Impuls, dann von einem Duft profitieren, der dann irgendwann durch die Hütte streift, nämlich frisch gebackenes Brot riecht ihr. Und gar nicht so viel später steht Dana, die Hexe, mit einem großen Korb voll duftendem Brot in der Tür. Oh, jetzt ist ein Grund aufzustehen. Ich würde auch aufstehen. Ab dann. Richtung Brot eilen. Und fragen, ob ich was haben kann. Guten Morgen. Guten Morgen. Das riecht sehr gut. Ja, vielleicht helft ihr mir, den Tisch hinaustragen, dann können wir draußen uns alle um den Tisch setzen und frühstücken. Okay. Ja, ich gehe da mal zum Tisch. Machen wir. Gibt es auch Kräutertee? Ich kann gerne einen aufsetzen. Juhu. Ja, dann tragen wir mal den Tisch raus. Ja, alle helfen mit, sogar Magister Silberhaar. Und der ist ein bisschen, ich habe irgendwie nicht so einen merkwürdigen Traum gehabt. Also, ich habe, glaube ich, noch mal diese Vision irgendwie verarbeiten müssen. Dieses Glied geht mir nicht aus dem Kopf. Dieses Glied, ja. Was habt ihr so gesehen im Traum? Naja, ich glaube noch mal so ein bisschen die Wegpunkte der Vision. Glaube ich. Das ist gut, dann können wir uns nicht verirren. Wo geht's denn als nächstes hin? Naja, das ist ja das Problem bei so Träumen, ne? Wenn man aufwacht, dann verschwemmen sie sofort wieder. Ich weiß aber, dass ich davon geträumt habe. Und er summt nochmal so die Melodie von diesem Lied, was ihr da gehört habt, vor sich hin. Ich weiß nicht, warum der Herr Boron sowas macht. Also einem Träume schicken und dann, wenn man aufwacht, sind sie sofort wieder weg. Ja, der Schmiro kommt hinzu. Nun, Träume sind Hinweise, sie sollen ja keine Antworten geben. Guten Morgen, die Zwölfe zum Große zusammen. Ja. Unsere neue Reisegefährtin vielleicht, nicht wahr? Wenn die Gruppe mich dabei haben möchte. Naja, ihr hattet angedeutet, dass ihr euch mit diesem Gezücht auskennt, das ihr getötet habt. Ja, ein wenig. Ja. Und nach unseren Studien in der Bibliothek von Gerasim haben wir ja herausgefunden, dass wir es hier mit einem mächtigen Wesen dieser Art zu tun haben. Gestern Abend ist da schon mal etwas angeklungen. Ja. Ich
Wie hieß der verdammte Tasse, wie nochmal der Name, den wir nachgeschlagen haben? Arantalva. Sagt der euch irgendwas? Vielleicht? Müsste der Taschmörder was sagen? Ich bin gerade selbst überhaupt nicht. Nee. Sag ja, mir der den Himmel kreischen lässt. Da, so hieß er im Traum. Ja, genau. Ja. Aber nee, dazu. Darüber weiß ich tatsächlich nichts, nur über Vampire. Naja, dann haben wir ja mal einen Wissensvorteil gegenüber einem Spezialisten. Wir sollten herausfinden, was es damit auf sich hat, weil mich würde ja schon passieren, was mit Fejaria passiert ist. Ich bin ein bisschen irritiert. Und weiß auch noch nicht, ob ich Tashmeru trauen kann. Wenn man einfach so Elfen tötet, das ist irgendwie nicht so nett. Sie bei aller Liebe, aber sie war kein Elf mehr. Nein, war sie nicht. Ja, aber wer weiß. Arithio kommt um die Ecke und, also der war die ganze Zeit übrigens nicht da und jetzt kommt er so um die Ecke und schiebt sich so irgendwas noch so in die Manteltasche. Ja, Lumin, da du ja so der große Elfenexperte bist, ne? Wohl nicht, aber ich hatte das zweifelhafte Vergnügen mit diesen Kreaturen schon mal gehabt. Also nicht mit Elfen, die würde ich nicht als Kreaturen bezeichnen, sondern diese Vampire. Was mich zu der Frage bringt, Tashmeru, ganz ehrlich, wir sind hier mitten im Nirgendwo. Was zum Teufel suchst du hier? Ich war eigentlich auf der Suche nach Lumin und mit einer Händlertruppe auf dem Weg nach Gerasim, als ich den Vampir gesehen habe. Und da ich nicht riskieren konnte, dass der Vampir meine Reisegruppe angreift, habe ich den Vampir verfolgt. In diesem Fall, wie sich herausstellte, dann nicht ein gewöhnlicher Vampir, sondern ein Felamia, ein Elfenvampir, elfischen Geblüts. Und sie hat mich zu euch geführt. Die sind irgendwie anders als andere. Ja. Vampire? Ja, in dem Sinne, dass sie, naja, nicht von den Göttern verflucht wurden, sondern vom Licht. Mondlicht, Sonnenlicht. Deswegen sind sie auch so schwer zu töten. Weil Geweiht es nichts gegen sie bringt. Sonnenlicht ist, tut denen auch nichts, das weiß der Schmuck. Achso, Sonnenlicht nicht, das Mondlicht tatsächlich nur. Die können munter in der Sonne laufen. Womit habt ihr sie dann getötet? Mit meinem Dolch. Ich gehe davon aus, er ist kein normaler Stahldolch. Korrekt. Was? Aus was für einem Material besteht dein Dolch? Unter anderem Mondsilber, wie auch der, mit dem war auch der Pflock versetzt, den ihr verwendet habt. Und also, der ist Marburg geweiht, der Dolch. Das ist ein. Haben wir noch eine Chance? Hast du vielleicht noch mehr dabei? Soweit ich weiß, kann Alricio hervorragend mit Dolchen umgehen. Dass wir vielleicht jemand Zweites haben, der. Charayel, du auch? Ich habe auch Dolche, aber so normale, kleine Dolche. Ich habe nur einen und ich. Es ist meine. Es ist meine. Naja, wie für normale Boron. Wie für die Boronia. Boron geweihten ihre Abendschnappe. Hätte sein können. Snorri, wie geht's dir? Ein ritueller Gegenstand nennt man das, nicht wahr? Meint Adepta Tassia. So kann man es nennen, ja. Ah, faszinierend. Mondsilber. Gibt's echt nicht so oft. Das muss unglaublich teuer sein. Schaut so Richtung Arithio. Der so auf sein Amulett guckt und
in die Runde. Was war das jetzt? Hm? Was hat es mit deinem Amulett auf sich? Ich habe mein Deutsch gesprochen, jetzt seid ihr dran. Ja, Mondsilber. Sehr gut. Ja, also könntet ihr mit euch damit auch ein wenig erwehren. Aber ihr wollt es wahrscheinlich nicht umschmieden in ein Messer. Hat jetzt hier jeder Mondsilber, meint Castellani? Snorri, hast du auch Mondsilber? Nee, ich hab nur die hier, sagt seine gravierte Axt. Wenn die komplett aus Mondsilber wäre, wäre auch nicht schlecht. Ich habe einen Bogen aus Kirsch. Ist aber nur Stahl. Weiß ich nicht. Taschmiro, gibt auch einen Bogen aus Hirschholz? Was war Hirschholz, das? Hirschholz. Hirsche haben ja auch kein Holz. Ist auch blöd, ne? Wir haben nur geweint. Nein, ich glaube nicht. Ja, können wir dann jetzt bitte die Hosen wieder hochziehen und uns um das eigentliche kümmern? Also, Taschmiro, jetzt mal ganz ehrlich. Du hast gesagt, du willst mit uns mitreisen. Du hast gesagt, oh, habe ich nichts gegen. Du kommst hier total zufällig um die Ecke. Wie kommt's? Das ist mir alles ein bisschen zu dünn gerade hier. Ich bin von meinem Orden beauftragt. Ich war beauftragt, diesen Flock zu suchen, da ich ihn nicht mehr gefunden habe. Naja, habe ich eigentlich keinen Grund mehr hier zu bleiben. Aber da ihr ja nach der Beschreibung eurer Begegnung in diesem Ort, in Gerasim, Kreaturen des Namenlosen begegnet seid, werde ich mich aufgrund dessen anschließen, weil nun alles, was vom Namenlosen kommt, hat nicht auf dieser Welt zu sein. Aber nicht wieder Elfen töten. Irgendwem so ein bisschen, also ich kriege irgendwie immer Gänsehaut, wenn ihr das so sagt. Können wir das irgendwie umschreiben? Also, die dunklen Kreaturen. Kreaturen des Dunklen. Besser. Ja, damit kann ich gut, danke. Ich werde keine lebendigen Elfen töten, nur wenn sie Vampire sind. Also keine Sorge. Sind Vampire keine lebendigen Elfen? Nein. Aber sie wirkte doch sehr lebendig. Sie hat mit mir geredet und gesungen und sie war sind sehr hungrig. Sehr gut. Sie sind sehr gute Täuscher. Sie können sich ja, ich weiß nicht, ob das für Elfenvampire gilt. Obwohl, sie hat sich ein wenig angepasst in ihrer Statur, als sie zu den Goblins rein ist. Sie können Gestalt wandeln. Können sehr gut täuschen, also müssen vorsichtig sein. Gut, dass er das nochmal anspricht, Gestaltwandel. Wir hatten einmal gesprochen, dass wir uns ein Zeichen ausdenken, das wir machen können, um sicher zu gehen, dass wir sind. Falls wir nochmal in ein solches Problem kommen. Hat jemand eine Idee? Wie wäre es, wenn wir alle ein Flämmchen erzeugen, meint Magister Silberhaar? Und lässt so eine kleine Flamme aus seinem Zeigefinger schießen. Gute Idee. Mit einer Kröte reden. Reicht das als Beweis? Oder eine Eule rufen? Das ich könnte ja eine alle. Kröte anzünden und damit werfen. Das finde ich eine gute Idee. Warum wollt ihr eine brennende Kröte werfen? Das war nur so dahergesagt, das meinte ich nicht. Er ernst. Wollte irgendwas mit Feuer machen. Hoffentlich hat das Borislav nicht gehört. Ribbit. Niemals dich, kleiner Freund. Oh Mann. Also, Magister Silberhaar, schöne Idee, nur. Und er macht dieselbe Geste, wie Magister Silberhaar gemacht hat, um diese Flamme zu erzeugen. Das klappt leider nicht bei jedem. Mondane Bewegungsmagie, wenn ihr versteht. Ja. Mondane Zeichen, also. Mondane Zeichen. Wie wäre es mit dieser Handbewegung? So. Sie ist ungewöhnlich genug. Was hat das eine Bedeutung? Nein. So? Hat keine Bedeutung. Okay, gut. Ja, den dritten. Was auch immer ihr denkt, Menschen sind komisch. Fällt dir was Besseres ein? Ich mache alles. Also der Vorteil ist, es ist eine Handbewegung, die man nicht aus Versehen macht. Definitiv nicht. Und sie ist trotzdem einfach genug, dass es jederzeit jeder machen kann. Ja. Finde ich die gut?
Oh, ein geheimer Handschlag wäre auch gut, meint meine Tatasja. Ja, vielleicht ein bisschen weniger Schundroman, aber... Und für einen Handschlag muss man sich ja auch berühren. Das will man ja vielleicht nicht unbedingt. Nein. Wenn man nicht weiß, ob der andere jetzt... ob die andere einen geheimen Tanz aufführen vielleicht. Es dauert geheim das und zu Tanz. Lange. Wenn der Torwaler anfängt zu tanzen, bleibt das nirgendwo geheim. Das ist richtig. Und die Einrichtung ja, nicht das ganz. Vergaß ich. Es soll schon genügend Lieder gegeben haben über Torwaler, die tanzen, ja, ja. Es ist immer ein Lied wert, wenn ein Torwaler tanzt. Ja, selbst ich kenne sogar eins. Davon müsst ihr noch mehr erzählen. Ja, jetzt. Eigentlich linke Hand oder rechte Hand? Linke Hand oder rechte Hand? Welche bevorzugst du? Also wenn wir jetzt sagen, wenn wir auch noch die Hand festlegen, dann müssen wir auch sagen, was passiert, wenn einem von uns der Arm abgetrennt wird. Also wo man das eigentlich dann hätte hat machen man hoffentlich, sollen. Dann hat man hoffentlich noch einen zweiten. Den Zehen? Also wenn ihr dazu in der Lage seid, mit der Zehen... Adepta Tassia zieht mir mal eben meine Schuhe aus. Ich muss mal probieren, ob ich das mit den Zehen hinkriege. Ich kriege es definitiv nicht mit den Zehen hin und sich die Schuhe auszuziehen dauert viel zu lange. Das also Konzept linke Hand oder rechte Hand. Wir lassen das mit den Zehen, meint Adepta Tassia. Wir lassen das mit den Zehen. Mhm. Ich denke, dann haben wir andere Probleme, wenn irgendwelche Gliedmaßen fehlen. Ja. Hm. Aber so könnte man um das Zeichen herumkommen. Aber allerdings, woher soll das Böse wissen, welcher Hand wir... Also ich würde vorschlagen, standardmäßig nehmen wir die rechte Hand. Und wenn warum auch immer die rechte Hand nicht genutzt werden kann, aus welchen Gründen auch immer, nehmen wir einfach die linke Hand. Wir nehmen die linke Hand, weil standardmäßig wäre ja die rechte Hand. Ist das nicht echt sowas von egal? Es ist egal. Im Optimalfall haben wir einfach nur ein Zeichen, womit wir uns sicher eine gewisse Sicherheit geben können. So, wenn mal der Zweifel da ist. Na gut. Rechte Hand. It is. Würde man irgendwo in Aventurien sagen. Am Svelte. Hm. Wenn etwas komisch klingt, kommt es immer vom Svelte. Schaut so Richtung Shai-Ariel. Hm. Kommst du vom Svelte, Shai-Ariel? Nein, sie kam aus dem Reichsforst, oder? Ich bin aus dem Reichsforst. Aber im Svelte-Tal gibt es viele Elfen. Da war ich noch nicht. Ich kenne nur die Sterneninsel. Da sind wir nämlich Hüter als Sippe. Und die ist im Reichsforst. Und eigentlich habe ich mich nie groß aus dem Reichsforst wegbewegt, bis ich auf euch getroffen bin. Also, eigentlich kenne ich gar nichts. Ich habe ja auch vorher noch nie Menschen getroffen. Auch nicht welche, die Zeichen miteinander ausmachen oder komische Kulte haben oder so. Und Borislav ist nicht komisch, meint Dame. Nee, Borislav ist super, den verstehe ich wenigstens. Komisch sind nur Dinge, die man nicht kennt. Ja, wahrscheinlich. Also lernen uns doch kennen, dann sind wir nicht mehr ganz so komisch. Weiß ich noch nicht. Was mich noch zu etwas anderem bringt, wie kitten wir das jetzt mit den Goblins? Ja, das wäre nicht schlecht, wenn ihr da noch irgendwie was, weil, naja, wenn ihr jetzt einfach weggeht und, naja, die kommen hier, dann ist das hier nicht so gut. Ich bin für Ratschläge dankbar. Weiß nicht, ob sie verstehen, wenn ich ihnen erkläre, was ihre Schamane getötet hat und dass es jetzt nicht mehr da ist. Es geht, glaube ich, nicht um das Töten der Schamanen. Es geht, glaube ich, eher um das Töten von Dutzenden von Kriegern. Das ist im Nachgang, ja. Also ich bin da raus, ich hatte damit nichts zu tun. Aber vielleicht wissen sie gar nicht, was ein Dutzend ist, also müssen wir das anders umschreiben. Ich spreche kein Goblinisch. Viele Hände voll Krieger.
Alricio scheint sich mit ihnen kommunizieren zu können. Das heißt, wenn wir was mit Reden tun, dann wird es über Alricio laufen müssen, wenn sonst keiner Goblinisch kann. Meint ihr, hat irgendjemand eine Idee, wie wir am besten an die Sache rangehen wollen? Wir könnten so einen Gestaltwandler gebrauchen. Dann könnte sich ein Gestaltwandler in eine Elfin verwandeln und dann herausfinden, was sie eigentlich wollen. Und Charariel, irgendwas das, was wir auch umsetzen können? Halt, kann die Kröte sich verwandeln? Ribbit. War das jetzt ein Ja oder ein Nein? Ribbit. Es war eindeutig ein Ribbit. Ich werde ihn jetzt nicht fragen. Ich muss meine Magie erstmal ein bisschen schonen. Nach gestern. Vielleicht gehen wir einfach unbewaffnet nochmal hin. Und wir sollten vielleicht ein Geschenk mitbringen oder sowas. Irgendwas, was sie milde stimmt. Die Sache ist halt, wenn sie eigentlich eine Elfin haben wollen, also mich oder die andere, sehe ich jetzt noch nicht, dass wir da, also da müssen wir vielleicht vorher eine Lösung für haben, weil sonst endet es so wie beim letzten Mal. Außer ich oder die andere gehen freiwillig mit und das sehe ich jetzt noch nicht. Also ich hätte einen Vorschlag. Bei dem ich noch nicht so ganz weiß, wie ich den finde. Aber da ansonsten keine Ideen kommen, präsentiere ich den jetzt einfach mal. So wie ich das sehe, haben bei uns alle überlebt. Und es sind einige Goblins gefallen. Ich würde vorschlagen, wir begeben uns nochmal zum Schlachtfeld und sammeln die gefallenen Rotpelze auf, um sie dem Stamm für ein Begräbnis zu übergeben. Und jetzt kommt das, was euch ganz bestimmt nicht gefällt. Es würde bedeuten, dass wir unsere Waffen hier lassen. Denn wenn wir da wieder mit Waffen aufkreuzen, könnt ihr euch vorstellen, wie die Gegenreaktion aussieht. Mir gefällt es noch nicht, dass wir dann die ganze Gruppe wieder in Gefahr bringen. Immerhin bin ich dafür mit hauptverantwortlich und nur kann ich leider kein Goblinisch. Das heißt, vielleicht gehen nur Alricio und ich, um den Rest nicht unnötig in Gefahr zu bringen. Ich denke, dass wir dich, Shayariel, auf jeden Fall mitnehmen sollten, weil du warst diejenige, die sie eigentlich mitnehmen wollten. Also sie wollten eine Elfe haben, meinte der Patassia. Eine Elfe wollten sie haben. Ja, und wie viele Elfen siehst du hier in unserem Umkreis? Da ist doch noch die andere Elfe. Wir könnten sie ja zumindest erstmal fragen, was da eigentlich mit ihr und den Goblins passiert ist. Wenn sie denn rechtzeitig aufwacht. Ja, das ist das Problem, aber habe ich das geträumt oder habe ich gehört, dass sie die angegriffen hat und die Schamanin getötet hat von denen? Nein, das war deine Freundin. Ach, das war meine Freundin. Ja gut, aber dann würde das erklären. Aber vielleicht sollten wir sie trotzdem fragen, was da war. Also ob sie deswegen angegriffen hat. Tashmero hat mitbekommen, dass die sich halt in Goblin verwandelt hat, also, und dann als Schamanin da. Also erst die Schamanin getötet hat und dann sich als neue Schamanin da aufgespielt hat. Okay. Das heißt, ich erkläre das. Genau. Dann habe ich das irgendwie gestern alles durcheinander gebracht. Aber das heißt doch, dann haben die jetzt keine Schamanin mehr. Laut Ritual. Schon wieder nicht. Doch schon eine neue. Nee, das war ja die. Ja, dann haben sie keine. Das heißt, sie sind führerlos, meint Castellani. Und Perfekt. Dann erklärt sich das auch, warum sie eine Elfin haben wollte. Eine andere, weil entweder hat sie mich gesucht oder eine andere ihrer Art. Ich vermute mal, vielleicht wirklich dich. Das kann sein. Aber dann hat sie ja auch zusammen gesungen. Erklärt, warum sie unbedingt die Elfte haben wollten. Gut, dann bin ich froh, dass wir die Goblins angegriffen haben und ich jetzt nicht da war.
Magister Silber streicht sich so durch den Bart. Oder es hat etwas damit zu tun, dass Faelamia-Vampire Elfenblut zu sich nehmen? Ich vermute das auch. Also wenn sie wirklich die Schamanin war, die neue, und Elfinnen haben wollte, dann ja entweder als Nahrungsquelle oder weil sie mich gesucht hat. Aber das heißt, sie brauchen jetzt keine Elfinnen mehr. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Wahrscheinlich nicht, nein, wenn die ihre Schamanin weg ist. Dann ist haben sie jetzt Pseudo-Schamanin. Haben sie jetzt erstmal ein Problem, weil sie haben ja jetzt keine Schamanin mehr. Aber nicht, dass die Elfe doch gebissen wurde. Wenn sie überfallen haben, weil sie eine Elfe ranbringen sollten. Ja, dann sollte ich sie untersuchen gehen. Ich hatte zwar schon mal geguckt, aber sie hatte nicht keine so Bisswunden, sein. Meint Dana. Ja, sicher ist sicher. Ich glaube schon, dass sie die, die Gefechtskrankheit hat, aber weil das, als die Freundin sich von mir verwandelt hat, das war ganz anders. Das war, ja. Ich habe noch keine Verwandlung miterlebt. Ich weiß nicht, wie das abläuft. Ebenso. Naja, ich war nur bei den Anfängen. Sie hat sich dann zurückgezogen in den Wald, aber ich habe es bei den Menschen erlebt. Das war auch schon anders und bei ihr. Wie war es bei den Menschen? Erzähl. Also die kamen in unser Dorf und wollten eigentlich handeln und dann waren sie da und dann waren sie plötzlich ganz hungrig und dann haben sie unser ganzes Reh weggegessen, also alles, das hätte für Wochen gereicht, das war ganz furchtbar. Und dann haben sie alles aufgegessen und hatten immer noch mehr Hunger und wollten das unbedingt blutig essen. Naja, komische Sitten. Und dann war ihnen ganz heiß und dann war ihnen noch heißer und dann am nächsten Tag waren sie so anders und blass und ja. Okay. Dann habe ich sie verfolgt und einen getötet. Das war gut. Ja. Ich glaube, ich gehe nochmal nach der Elfe gucken. Und Tashmiro dreht sich und steht vom Tisch auf und geht nochmal in die Hütte rein. Schaut sich die Elfe nochmal an. Die liegt relativ ruhig, atmend irgendwie auf der Bettstatt und ist aber immer noch nicht bei Bewusstsein. Was sagt der Puls? Temperatur? Es scheint kein Fieber mehr zu haben. Und Puls geht normal, ruhig. Womit würde aufstehen und hinter der Schmero so in der Türzarge stehen bleiben und sie dabei beobachten, was sie tut? Ja, klassische Untersuchung, wie ihr das auch bei der Hexe vielleicht gesehen habt, also wie man Kranke untersucht, ein bisschen abtasten, gucken. Alles gut. Und dann. Und habt ihr was entdeckt, was ich nicht entdeckt habe? Nein, es sieht tatsächlich sehr gut aus. Sie ist auf dem Weg der Besserung. Na, das will ich ja auch meinen. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Werte Gastgeberin, ihr habt Kontakt zu den Goblins gehabt? Nein, nicht wirklich. Okay. Eigentlich war es bis immer so, die halten sich von uns fern und wir halten uns von denen fern. Okay. Hätte sein können. Hat irgendjemand von hier aus dem Dorf Erfahrungen mit Goblins? Naja, hin und wieder begegnet man mal einem, aber eigentlich sind sie nicht aggressiv gewesen bisher. Warum auch? Wir lassen sie ja in Ruhe. Na gut, wenn sie plötzlich von einer Elfenvampirin geführt werden, könnte es natürlich sein, dass sie ein bisschen aggressiver werden. Das ist natürlich richtig, aber um das Problem habt ihr euch ja schon gekümmert anscheinend. Die Frage ist, was passiert mit einem Goblin-Stamm, der führerlos ist? Es wird erstmal Chaos herrschen, bis er sich ein neuer Anführer herauskristallisiert hat, würde ich behaupten. Aber wenn das die Frauen sind, die Anführer sind. Ich bin jetzt nicht so super der Goblin-Experte, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir gegen besonders viele Frauen gekämpft hätten. Nee, ihr habt nur gegen Männer gekämpft. Also zumindest so das, was du gesehen hast, ja. Männliche Goblins. Wer weiß, vielleicht sind die Frauen noch zu Hause geblieben. Und es muss ja auch ein Schamanin sein. Das ist ja, ich glaube nicht, dass die alle Schamaninnen sind. Das heißt, da ist jetzt so eine Gruppe männlicher Goblins, die wir durch den Wald irren und nicht wissen, was sie tun sollen. Ich tippe schon darauf, dass die irgendwo leben.
Aber also da kommt mir jetzt einfach mal so gerade eine spontane Idee. Sagt mir bitte, ob das sinnvoll ist. Hier lebt eine Hexe. Ich schaue mal in Richtung unserer Gastgeberin. Ich weiß nicht so ganz genau, also in meiner grundsätzlichen Bildung werden Hexen als naturnahe Zauberinnen beschrieben. Ja, kann ich das so sagen? Ist das so? Ich glaube, das könnte ich so stehen lassen über mich, ja. Also wirklich, ich habe überhaupt keine Ahnung von Magie. Ne? Bitte nicht falsch verstehen, wenn ich jetzt hier irgendwelche Schlipse betrete, die ihr versteht, was ich meine. Hättet ihr Interesse daran, einen Goblin-Stamm zu leiten? Schaut so kurz zu Borislav rüber, die schauen sich so in die Augen, schauen dann gleichzeitig wieder zu dir zurück. Nein, Ribbit! Also das wäre eigentlich eine ziemlich charmante Lösung für die Situation. Die brauchen unbedingt eine Frau, die, ich würde, also auch Schamaninnen sagt man, wieder in meiner bescheidenen Grundausbildung nach, das wäre naturnahe Magie. Wenn die Elfe das geschafft haben sollte, wäre es für euch natürlich ein leichtes. Aber die Hexe muss ja auch mit der Muttersau kommunizieren können. Ich weiß nicht, ob sie mit Tieren kommunizieren kann. Ich glaube, dass eine dunkel verfluchte Vampirelfe noch viel, viel weniger mit Muttersaugöttinnen kommunizieren kann als unsere werte Gastgeberin. Aber sie kann mit Muttersau Wildschwein kommunizieren. Da bin ich sicher. Das ist aber wiederum was anderes als. Könnte sich auch einfach irgendwas ausdenken, anstatt mit Muttersau wirklich zu sprechen. Wahrscheinlich hat sie das getan. Wir glauben ja nicht an Gottheiten. Dann kann sie sich auch selbst als Gottheit ausgeben. Vielleicht machen wir einfach einen emanzipatorischen Vorgang. Also wir gehen dahin und ich habe ganz kurz die Führung und sage dann den Männern, dass sie so toll sind, dass sie auf sich selbst aufpassen können. Vielleicht hatte die Schamanin auch einfach eine Schülerin. Aber wir können uns so viele Gedanken machen, denke ich, wie wir wollen. Wir werden es erst wissen, wenn wir vor Ort sind und mit denen sprechen. Ich finde das gut. Die sollen sich selbst führen. Das funktioniert bestimmt klasse, wenn sich so ganz viele männliche Goblins selbst führen. Vor allen Dingen die Goblins, die eigentlich nur kämpfen im Sinn haben und dann haben wir bald einfach gestrickt mehr. Sind. Genau, das Problem dürfte sich bald erledigt haben. Lumilit. Ihr habt ein Problem damit, wenn ich eine vampirische Elfe töte. Das ist eine Elfe und das andere sind Goblins. Es war eine Vampir und keine Elfe mehr. Eine Felamia. So oder so kann ich denn verstehen, dass man vielleicht seine eigene Art einer anderen Art vorzieht. Aber so oder so sind alles Lebewesen und sollten mit einem, vielleicht eine gewisse Art von Respekt und guck dabei auch so ein bisschen zu Alricio tatsächlich. Und vielleicht auch etwas schuldbewusst in seinen Augen behandelt werden. Durchaus. Also ich finde die Idee, dass wir ihnen ihre Toten zurückgeben, dass sie sie bestatten können, es gefällt mir sehr gut. Keine Leiche sollte unbestattet liegen bleiben. Lumin, ist dir aufgefallen, dass Shayariel schon Sarkasmus benutzt? Bisher wäre ich knallhart davon ausgegangen, dass sie tatsächlich das meint, was sie sagt, aber du könntest recht haben. Also das klang schon gerade sehr nach Sarkasmus. Oh. Vielleicht, also ich kenne mich mit der elfischen Art wirklich nicht aus, vielleicht haben sie auch etwas wie Sarkasmus. Also ich sag natürlich jetzt, sein, wirkte bisher nicht so. Also ich sag jetzt mal so, also bevor die uns hier das Leben zur Hölle machen, schaue ich mal, was sich machen lässt mit diesem komischen Stamm. Also wie gesagt, ich möchte nicht unsere Verantwortung auf dich schieben. Ich hatte nur gehofft, dass du vielleicht etwas, einen Rat hast, wie wir am besten mit denen umgehen. Angeblich sind sie ja im Bornland ganz gut darin, mit Goblins zusammen in Städten zu leben. Vielleicht kriegen wir das hier ja auch hin. Es gibt eine Stadt im Bornland, oder? Wo sie mit denen zusammenleben. Ich habe davon gehört. In Festung.
War da mal einmal. Stimmt. Ich habe das auch schon gesehen. Da haben die Goblins sogar Bürgerrechte. Durchaus beeindruckend, was aus diesen Kreaturen so werden kann. Snorri, ich habe gehört, dass ihr Torvala auch teilweise mit Orks zusammenlebt. Stimmt das? Naja, zusammen. Ich weiß nicht. Ich habe auch davon gehört, dass Torvala Bürgerrechte haben. Das immer. Aber was die Inländer so tun auf den neuen Wegen, ich weiß es ja nicht. Ich war zu lange weg. Und so im Hinterland, das ist ein anderes Torwal. Okay. Ja. Also, wie gesagt, also ich würde es, ich würde sagen, dass vielleicht Alricio und ich zu den Goblins gehen und damit der Rest nicht unnötig in Gefahr kommt. Und schauen, was. Ich meine, Alricio schnell. Im Zweifel. Ja, vor allem im Rückwärtsgang tatsächlich. Biete mich an, mitzukommen. Auch meine Axt ist durch den einen oder anderen Goblin gezogen. Das ist ehrlich gesagt nicht die Einstellung, die ich da gerne hätte bei den Treffen. Sorry. Nein. Im Sinne von, ich habe etwas gut zu machen vielleicht. Das ist sehr ehrenhaft, aber wir müssen auch überlegen, dass wir auf einer Mission sind, die durchaus Brisanz hat. Und wenn aufgrund von Problemen die komplette Gruppe vielleicht sogar tödliche Verwundungen davon trägt, ist es vielleicht ratsam, wenn dann der Großteil der Gruppe hier bleibt. Du meinst solche Verwundungen, wie du da hast? Naja, sie waren ja glücklicherweise nicht tödlich. Ja, man sollte sich trotzdem mal drum kümmern. Und jetzt, wo der Kessel wieder frei ist, ich rühre mal was an. Danke dir. Also ich habe noch einen anderen Vorschlag. Ich verweise nochmal auf unsere ehrenwerte Gastgeberin. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn sie und ich alleine gehen. Denn wir beide sind in den Kampfhandlungen nicht sichtbar involviert gewesen. Ribbit. Ich habe bereits verhandelt, habe mich dann aktiv aus dem Geschehen zurückgezogen und könnte daher die Verhandlung wieder aufnehmen. Und sie ist die Person, um die es dann gehen wird. Und wer macht denn dann hier so lange die Eilsalbe fertig? Ich gucke auf Shayariel. Ich glaube, Tashmiru kann besser heilen als ich, aber ein paar Kräuter kann ich schon zusammenrühren, aber ob das so effektiv ist, glaube ich nicht. Zusammenrühren? Zusammenrühren? Das kann Dana, glaube ich, besser als ich. Nein. Zusammenrühren ist schon mal die völlig falsche Bezeichnung für das, was hier vonnöten ist. Ja, können wir uns jetzt bitte wieder auf das Wesentliche konzentrieren? Naja, wenn Lumin verwundet ist, sollte der schon geheilt werden. Das ist auch wesentlich. Ich halte schon noch ein paar Stunden aus. Wer weiß, was in diesen paar Stunden kommt. Na gut. Also, ja, wir sollten vielleicht schon auch Leute hier haben, die im Notfall auch den Ort verteidigen können. Deswegen sollten wir alle fit sein. Aber ich finde es trotzdem gut, wenn die beiden vorgehen. Ja, ich kann schon mal soweit vorbereiten für die Salbe. Dann könnt ihr sie anrühren. Das heißt, Kräuter schneiden oder zusammenbröseln. Ja, ich denke auch gerade darüber nach, ob es vielleicht nicht auch sinnvoll wäre, dich mitzunehmen, Tashmiru. Wenn wir nämlich ein Begräbnis anbieten, ja, könnten wir deine Unterstützung, glaube ich, gut gebrauchen. Dann komme ich mit. Sicher, dass ich denke, sie werden doch eigene Grabesrituale haben oder sowas, oder? Ihre Schamanin ist tot. Ihre zweite Schamanin ist tot. Wer ist für das geistliche Wohl verantwortlich? Die Schamanin. Aber dann machen sie dort Tashmiru zur Schamanin, wenn sie jetzt das Beerdigungsritus durchführt. Ja, sie kann ja die Assistentin. Das können wir gerne machen, meint Dana. Ich werde sie garantiert keine Goblin-Anführerin. Vielleicht gar nicht so schlecht, meint Castellani. Dann haben wir einen Stamm von Goblin-Kriegern. Dann kann uns keiner mehr gefährlich werden auf unserem Weg.
Ich stelle mir gerade vor, wie wir so bei den Waldelfen auflaufen. Nee, ich glaube, das ist keine gute Idee, die zwei Völker zusammenzubringen. Stimmt, also mit einer Horde Goblins bei den Waldelfen aufzukreuzen, ist, glaube ich, wirklich nicht so gut. Also ich kann gerne mitkommen und mich kümmern. Gut, wenn mir jemand sagt, was ich mit den Kräutern mache, dann kann ich da schon mal anfangen mit. Das kann man nicht so einfach sagen. Das muss man gelernt haben. Aber Borislav ist doch noch da, oder? Der kann mir doch helfen. Mir geht es, also wenn es nur um mich geht, könnt ihr es erstmal vernachlässigen. Guckt erstmal, dass es vielleicht mit den Goblins zur Rande kommt. Im Zweifel kann der gute Hilberto meine Wunden versorgen. Ich? Ihr habt doch diesen komischen Heilzauber. Ja, aber... Na seht ihr, also, von daher könnte er mich auch auf magischem Wege betreuen. Also es ist... ich bin hier unwichtig in der Sache. Na gut, also... Heilzauber. Ich könnte die Wunde in den Limbus schicken. Hilberto, Ruhe jetzt! Silberhaar macht's, greift sich wieder durch den Bart. Oh, ein interessantes Thesis. Mittels eines Transversales nur einen gezielten Körperteil, der verletzt ist, raus aus dem Körper hinaus. Oh, das würde die Heilkunst revolutionieren. Das muss ich sofort aufschreiben, diesen Eigentlich war das nur eine Schnapsidee, die ich so, wie er nannte Alricio es, Sarkasmus. Da scheint Herr Silber nicht so der Fan von zu sein. Ja, nein, das war kein Sarkasmus, das war eine geniale Idee. Das müssen wir unbedingt festhalten. Das hier bringt mir mein Notizbuch. Jawohl. Castellani schaut dann zu Lumin. Ich hoffe, er verlangt nicht, dass wir dich als... Ich werde mich einfach verweigern. Da bin ich ganz rigoros. Ich habe keine Lust, Teile von mir in was auch immer zu schicken. Limbus. Wenn ihr das Wort wiederholt, sagt es mir trotzdem nicht mehr. Das Nichts. Das passt ganz gut als Beschreibung. Noch besser. Ich habe keine Lust, Teile von mir in das Nichts zu verlieren. Dankeschön. Ja. Man sollte generell sich nicht im Nichts verlieren. Apropos im Nichts verlieren. Also, der Plan ist, Alricio, Tashmeru und unsere freundliche Gastgeberin. Ribbit. Und die Kröte gehen zu dem Goblin-Stamm und versuchen zu verhandeln. Korrekt? Haben wir irgendwie die... Ribbit. Danke, Kröte. Haben wir irgendwelche Möglichkeiten, euch ein bisschen Rückendeckung zu geben? Ich befürchte, sie werden uns ziemlich schnell entdecken und es könnte eskalieren. Dementsprechend Shariel, ihr hattet gesagt, ihr müsst euch ausruhen, was eure magischen Kräfte angeht. Also auf magischem Wege in irgendeiner Art und Weise tarnen wird auch nicht hinhauen. Einfach in Rufreichweite bleiben. Am Waldrand oder so. Ich weiß nicht, die Goblins sind nicht weit vom Waldrand, die haben jetzt ihre Lage. Wie viele Goblins habt ihr eigentlich getötet? Ich glaube, wir sind alle nicht besonders gut im Schleichen, meint Castellani. Mhm. Geht einfach mit, begleitet uns einfach zum Schlachtfeld. Also Alricio hat ja schon richtig gesagt, wenn jemand von uns mitkommt, der viele von den Goblins getötet hat, könnte das vielleicht eskalieren. Dementsprechend vielleicht erstmal jemand Neutrales hingehen. Das heißt, wenn wir jetzt mitkommen und die Goblins entdecken uns, könnte das vielleicht auch, und wir sind unabhängig voneinander unterwegs, könnte das vielleicht auch wieder missverstanden werden. Ja, es ist sinnvoller, dass wir hier bleiben. Ich meine, wir haben ja auch noch unsere Waffen, aber wir sind alle drei angeschlagen. Körperlich und magisch. Und das hat, glaube ich, wenig Sinn, wenn wir euch begleiten. Ich komme einfach mit, mein Castellani. Und falls irgendwas ist, teleportiere ich mich sofort hier in die Hütte zurück und sage euch allen anderen Bescheid. Das klingt gut. Das hört sich nach einem Plan an. Dann muss ich auch nicht schleichen.
Aber meinen Stab muss ich mitnehmen. Der hilft mir beim Zaubern. Ein Stab ist wahrscheinlich nicht als erstes als Waffe zu erkennen. Ja. Gerade nicht von Goblins. Gut, also lassen wir unsere Waffen hier. Auch wenn ich davon nicht sonderlich begeistert bin. Ihr könnt ja den alten Kohlfried fragen, ob er euch noch einen Handkarren gibt, damit ihr die ganzen Leichen auch gut dahin bekommt. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie bekommen wir sie darüber und wie viele sind das, aber mit dem Handkarren? Vielleicht haben die Goblins schon selber ihre Leichen geholt, das werdet ihr dann... Das werden wir dann sehen. Dutzende waren es, Dutzende. Tashmeru, wenn du möchtest, kann ich deinen Dolch sehr, sehr gut verstecken. Das klingt nach einem sehr, sehr guten Plan. Weil ich gehe ungern unbewaffnet in ein Dorf voller Goblins, wo eine Vampirin eine Weile gehaust hat. Einen halben Tag oder so, oder einen Tag vielleicht. Wissen die, was uns da kommt? Gerne. Den Hammer lasse ich denn hier. Lumin, nimmst du ihn wieder? Nimmt ihr ihn wieder? Gerne. Wart ihn für mich auf. Na dann, dann lasst uns mal den Kohlfried aufsuchen. Nach euch. Ja, ihr holt den Karren von Kohlfried und ladet in schwerer Mühe die Dutzenden von Goblin-Kriegern auf den Karren. Teilweise ziemlich, naja, schlimm zugerichtet von Lumin und Snorri. Also gegebenenfalls, also wir sind ja in dem Vorplatz noch quasi vor dem Dorf, ne? Mhm. Da würde Lumin wahrscheinlich mitkommen und den helfen beim Beladen zumindest. Ja. Und dann folgt ihr wahrscheinlich den Spuren, die die Goblins hinterlassen haben. Oder wie macht ihr das? Weil irgendwie müsste er, obwohl Tashmeru weiß ja, wo sie lagern, von daher. Ja, dann gehen wir, führe ich die Leute dahin. Ja, mit dem Karren seid ihr durch den Wald natürlich ein bisschen langsamerer unterwegs, als wenn ihr normalerweise durch den Wald schlagen würdet. Bleibt auch ein paar Mal im Boden stecken oder an irgendwelchen Sträuchern hängen. Aber ihr kriegt das trotzdem, dass ihr eure stärksten, muskelbepacktesten Leute nicht mit habt, irgendwie ganz gut hin, den Karren dadurch zu manövrieren. Und kommt dann irgendwann auch wirklich an einem, ja, das ist kein richtiges Dorf, es ist eher so ein ja, Hütten auch, also es sind so Zelte, mehr oder weniger, die sehr aufgebaut sind. Große und kleine. Mhm. Hier und da laufen ein paar Schweine und Hühner durch die Gegend. Das heißt, wir werden nicht von Wachen begrüßt? Nein. Als man euch gewahr wird, kommen dann relativ schnell ein paar Rotpelze mit Speeren und schartigen Säbeln auf euch zugelaufen. Avicio, kennt ihr? Sekunde. Also ich habe schon, als wir das Dorf in Sichtweite hatten, habe ich schon angefangen, vor mich hin zu murmeln. In der Hoffnung, dass mein Gott mich wieder mit der Möglichkeit segnet, mit den Goblins kommunizieren zu können? Ja, tut er. Also du fühlst diese Kraft deines Gottes, die durch dich hindurch strömt. Kennst dieses Gefühl schon. Es fällt dir ein bisschen schwieriger als sonst. Irgendwann jetzt wahrscheinlich aus die Aufregung oder weil das hier alles nicht so eine richtig schöne, schön bereit ist, alles irgendwie, und du nicht die nötige Ruhe hast, aber dir gelingt es. Auch wenn du dich ordentlich anstrengen musst.
Dann würde ich jetzt darauf achten, wie die Rotpelze auf mich zukommen, auf uns zukommen und ja, was sie zu sagen haben. Wir richten so ihre Speere nach vorne und kommen auf dich zu und meinen dann, wer ihr, was wollt ihr? Ihr kennt mich. Ich habe versucht, den Kampf zu verhindern. Schnuppern so ein bisschen in deine Richtung. Was du wollen? Ich möchte Frieden schaffen. Zwischen euch und den Menschen und Elfen. Wir nicht im Argen mit Elfen. Aber mit den Menschen. Ihr habt gekämpft. Menschen mit uns im Argen, nicht umgekehrt. Ja, auch dort war ich schon. Um Frieden zu schaffen. Und? Darf ich euch ein Angebot machen? Du warten. Ja. Ein paar von den Speerkriegern bleiben stehen und richten weiterhin die Speere auf euch. Die Säbelgoblins gehen dann in ein Zelt und kommen dann irgendwann wieder mit einigen in Kleider gekleideten Goblins. Goblin-Frauen wahrscheinlich. Die sich dann nach vorne schiebt und dann Mensch. Angebot? Ja. Für Frieden. Sag Angebot. Wir haben eure Toten hergebracht und möchten sie mit euch bestatten, begraben. Habt ihr eine neue Schamanin? Nix Schamanin. Niemand da? Schamanin gestorben. Zweite Schamanin verschwunden. Kommen bestimmt wieder. Nein, glaube ich nicht. Die Elfenschamanin, die Elfen haben wollte. Wir keine Elfenschamanin. Nein, sie wollte eine Elfe haben. War keine richtige Schamanin. War Betrügerin. Du Beweise. Sie ist weg. Vielleicht kommen wieder. Vielleicht öfters mal weggegangen. Vielleicht ist sie Betrügerin. Vielleicht auch du, Betrüger. Ich will Frieden. Bin ohne Waffen hier. Du Mann, du Mensch, du einer von denen, die getötet Krieger. Schamanin war Schamanin. Die da ist Schamanin. Dana winkt so. Menschenschamanin. Richtig. Und? Ihr könnt warten. Wenn eure Schamanin nicht auftaucht, könnt ihr euch an Menschenschamanin wenden. Die Menschen, mit denen ihr gekämpft habt, die verschwinden. Die werden gehen, haben sie mir versprochen. Kommen nicht zurück. Ich sorge dafür. Und was, wenn doch? Ich sorge dafür. Wenn Frage, doch,
Frage bleibt, was, wenn doch? Wenn doch, stehe ich auf eurer Seite. Und dass wir helfen. Ich bin mächtig. Du beweise. In allen deinen neuen Namen. Und um uns herum müsste es jetzt sofort dunkel werden. Stockfinster. Im Sinne von niemand sieht mehr etwas. Ja, bricht zum Wort Tumult aus. Du spürst eine Speerspitze, so wie ich kurz. Rückgängig. Und es wird wieder hell. Oh. Nicht nochmal machen das. Du wolltest einen Beweis. Du mächtige Schamane. Nee, sie Schamanin. Auch können dunkel machen. Kannst du auch dunkel machen? Nein. Was kannst du? Ich kann Heiltränke herstellen. Kann heilen. Heilung. Ich kann nicht heilen. Ich kann nur dunkel machen. Sie kann heilen. Du können heilen verwundete Krieger. Kannst du verwundete Krieger heilen? Ich müsste sie mir ansehen. Darf sie versuchen? Wenn du heilen verwundete Krieger, wir überlegen. Und eure Toten? Danke. Ihr begrabt sie, wir können helfen. Sie ist auch mächtig. Zeig auf der Schmierung. Aber auch dunkel machen. Nein, kann Tote segnen. Kann begraben. Gut. Du reden mit Mutter Sau? So ähnlich. Wie ähnlich? Mit Menschengottheit. Ah, nein. Für Tote. Das, gut befreundet das nicht mit Muttersau. Nicht gut, Menschengottheit. Nein? Dann lassen wir euch begraben. Muttersau. Würden nicht ja, wollen, ja, Menschengottheit. Muttersau. Muttersau. Im Namen eurer Gottheit. Ist uns vollkommen recht. Passt die, schon. Sie sonst nicht kommen in Jagdgründe. Ja, oh, ja, ja. Das ja. Kann ich verstehen. Also. Menschengottheit nur haben komische Vögel. Bringen über irgendein Gewässer. Ich gehört. Tashmiru, gut, dass du das gerade nicht verstehst. Die werfen gerade Dinge durcheinander. Okay. Ne, lass sie machen. Die haben den Boron-Kult noch nicht verstanden. Aber ich meine, es sind Goblins. Ja. Seltsame Wesen. Ja. Ihr gehen. Ja, sie heilen. Also heilen und wir bringen Toten rein und dann gehen die Menschen gehen und kommen nicht wieder. Krieger beobachten alles, was ihr tut. Gerne. Frieden. Dann machen sie sich dann an, daran, dass die Toten abgeladen werden und Dana muss sich wohl in einigen Zelten die verletzten Krieger, die Lumin, Snorri und Shayariel hinterlassen haben, anschauen. Kommt dann so irgendwie nach ein paar Stunden, wenn ihr dann warten wollt, irgendwie wieder zu euch zurück. Meint dann, also nach dem 5. Pfeil und dem 4. Axthieb, dachte ich mir schon, da habt ihr ganz schön was angerichtet. Können halt hart zuhauen. Und gut schießen.
Irgendjemand hat sie auch von hinten erstochen wollen anscheinend. Also einige hatten so Stichwunden in der Seite. Die Torwaler werden immer hinterlistiger heutzutage. Hätte ich dem Torwaler gar nicht zugetraut. Ribbit, Ribbit. Ah, dem traut man so einiges nicht zu. Der ist immer für eine Überraschung gut. Naja, ich glaube, sie, boah, ich bin ganz schön erschöpft. Hält sich dann so an einem Baum fest, so. Vielleicht setze ich mich einfach hier auf den Karren und warte erstmal so ein paar. Also, war ganz schön anstrengend. Also, der harte Krieger aus Weiden, der wird wohl mit seiner Heilung noch warten müssen. Ich glaube, ihm ist daran gelegen, dass es dir gut geht und dass die Situation gelöst wird. Und wenn er dafür noch ein paar Tage Blauflecken und Wunden aushalten muss, ihm das zur Ehre gereichen. Aber ich glaube, sie vertrauen, scheinen mir zu vertrauen. Das ist doch sehr gut. Also dann wollen wir zurück. Ich glaub, die anderen werden schon. Kann ich hier sitzen bleiben? Von mir aus. Also ich gehe davon aus, wir haben den Karren abgewaschen, nachdem wir die Leichen davon abgeladen haben. Ne? Ja. Von daher wird sie dann... Ihr hattet ja mehr als genug Zeit, also... Ja. Bevor ihr da irgendwie einfach weitaus euch nur die Beine in den Bauch steht und nichts tut, ja. Ja. Ihr wiegt weitaus weniger als die Goblins, also sollte das kein Problem sein, euch zurückzufahren. Na dann. Mhm. Aber wenn wir da so ein bisschen die Beine im Bogen standen haben, habe ich ja auch noch ein kleines bisschen Zeit zu mit Tashmiru zu sprechen. Ja. Mir ist ja auch jetzt die Farben aufgefallen, also das heißt, dass der Mantel rot umsäumt ist und so. Die Weste. Ihr seid Geweihte, richtig? Mhm. Wieso? Ich bin nur neugierig. Möchte euch kennenlernen. Ja. Und ihr seid auch ein Geweihter. Das ist recht ungewöhnlich. Mach keinen Hehl draus. Das sieht man, aber bei Fex-Geweihte ist es doch eigentlich recht unüblich, oder? Na, das kommt drauf an. Was ich so mitbekommen habe. Das kommt immer drauf an. Wenn ihr euch über Fex-Geweihte eine Sache merken solltet, dann, dass keiner ist wie der andere. Ja. Habe ich mir auch schon sagen lassen. Also abgesehen von Prioten. Ja, bei denen ist das Programm ein bisschen etwas anderes. Die wollen ja Uniformität. Mhm. Bis ins Detail. Mhm. Das ist bei Fexgeweihten komplett anders. Ja. Stellt euch vor, bis ein Praios-Geweihter schwimmen lernt, ja, muss er wahrscheinlich 15 Eide geschworen haben. Ein Fex-Geweihter schmeißt seinen Novizen einfach ins Wasser. Ja, ist auch die bessere Möglichkeit. Wenn man was in der Nähe hat, sollte man schwimmen lernen. Kommt immer drauf an, wen man fragt. Naja. Ich kann tatsächlich nicht sehr gut schwimmen, aber... Ach, das können wir ändern. Soll ich es euch beibringen? Nein, 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 gerade nicht. Also während ihr euch da so... Ist es doch ein wenig kalt. Während ihr euch da unterhaltet, ich will euch nur ungern abwürgen, aber die anderen haben ja auch noch was zu tun, Shayari, Lumin und Snorri. Mit was verbringt ihr denn die Zeit, während die anderen weg sind und sich mit den Goblins unterhalten? Ja, Lumen würde auf jeden Fall so die erste Zeit ein wenig mit Übungen tatsächlich vorsichtigen machen, dass irgendwie gerade die gestroffene Schulter oder so ein bisschen in Bewegung kommt. Und würde Snorri und Shariariel fragen, ob sie ihm bei den Übungen irgendwie helfen wollen. Als Partner. Also ich habe gesehen, ihr habt Dolche. Könnt ihr damit umgehen, Shariariel? Oh, wenn ihr Snorri, dass du mit deiner Axt umgehen kannst, das haben wir gesehen. Tun soll, dann mache ich was und helfe. Okay. Ja. Kämpft ihr mit zwei Dolchen gleichzeitig, oder? Ich
kann auch mit zwei Dolchen kämpfen. Ist jetzt nicht so mein besonderes Favorit. Die Frage ist, wie es euch vielleicht am besten... nehme ich erstmal nur so einen. Das ist okay. Das ist okay. Glaubt ihr, glaubt ihr, das geht gut? Ja. Also er würde ein bisschen anfangen, also jetzt nicht wirklich hart draufhauen, weil er wirklich irgendwie die Schulter ein bisschen schonen muss oder sowas, aber er würde halt so ein bisschen auch andeuten und ein paar Übungen machen, was halt besser ist mit einem Partner zusammen und auch Snorri tatsächlich fragen, ob er gleichzeitig auch mit Schein angreifen möchte oder so, dass er sich quasi gegen euch beide erwehren muss, um ein wenig zu machen und würde aber währenddessen weiter mit euch reden. Also von Snorri gibt es vor allem so wuchtige Schläge. Ja. Ich versuche dann immer so, mich durchzuschleichen und irgendwelche Schwachstellen zu finden. Ja. Was er bei Lubins Kampfstil mitkriegt, ist, dass er weniger tatsächlich diese wuchtigen Schläge macht, sondern eher Angriffe verlängert oder weiterleitet und quasi in Schläge irgendwie mit ein wenig Geschick hineinfährt. Das ist vielleicht untypisch für Weiden oder vielleicht auch für Menschen. Das ist vielleicht was auffallen kann. Wie habt ihr die Situation mit den Goblins wahrgenommen? Es ist ja auf jeden Fall was eskaliert, aber hättet ihr gekämpft oder hättet ihr weiter... Also ich meine, dass wir alle gekämpft haben, ist klar, aber... Ja, ich hätte doch die junge Elfe nicht in die Hände dieser Kreaturen gegeben. Aber es war... Ja. Ich hätte dir gestern 100% recht gegeben und ich würde auch niemals jemanden aus der Gruppe... In Hände geben, wo ich nicht weiß, was mit denjenigen passiert. Das war vielleicht kurzsichtig auch die richtige Entscheidung. Aber wie wir festgestellt haben, hier gibt es ein Dorf, was mit den Goblins leben muss. Vielleicht hätte man... Naja, aber ich meine, was hätten wir denn für eine Wahl gehabt? Also jetzt mit dem Wissen von heute, dann hätten wir ja trotzdem irgendwie noch Feyaria ausschalten müssen. Und dann wäre ich jetzt vielleicht tot oder auch Vampir. Also vielleicht war es ein Instinkt, dass wir halt anders gehandelt haben und sehr vorsichtig waren. Und das war jetzt sicherlich nicht die klügste Entscheidung, wenn man überlegt, wie viele dabei gestorben sind. Aber ich weiß nicht, ob es andersrum besser ausgegangen wäre. Dann hätten wir wahrscheinlich gegen eine Elfenvampirin und einem halben Goblin-Stamm kämpfen müssen, weil ich nicht glaube, dass die Goblins ihre Schamanen bereitwillig hätten umbringen lassen. Ich vermute, dann wären es mindestens zwei weitere, also ja, zwei Elfenvampire, wenn sie nicht versucht hätten, die dritte Elfin auch noch zu bekommen. Also, und ob die Goblins nicht auch irgendwann elfisch, also vampirisch geworden wären, da bin ich mir auch gar nicht so sicher. Also, es ist sehr spekulativ, darüber nachzudenken, was wäre, wenn, weil es ist ja eher eine philosophische Frage. Wir haben gehandelt, wie wir gehandelt haben. Das war jetzt, ja, wir, ich meine, selbst wenn uns jetzt Goblins nicht wichtig sind, versuchen wir schon, das Leben zu schützen und möglichst wenig Schaden anzurichten als Elfen. Das ist schon schwierig. Absolut. In Torvald sagt man, das Schicksal wird sich offenbaren und gestern, da wussten wir es noch nicht besser. Snorri, bei deinem Ausfall mit der Axt, du bewegst deinen kompletten Oberkörper in die Richtung. Wenn du das versuchst, ein wenig zu vermeiden, sieht man den Schlag weniger leicht kommen. Besser.
Hinterher ist man immer schlauer, da brauchen wir uns nicht drüber zu reden. Und es ist so gekommen, wie es gekommen ist. Ich hoffe nur, dass wir einen zufriedenstellenden Status zwischen dem Dorf und den Goblins aushandeln können. Dann kann ich wahrscheinlich die nächste Nacht. Ich meine, ich habe diese Nacht erstaunlich gut geschlafen, aber. Ich glaube, so gut wie Eretio sich in irgendwas rein- und rausreden kann, wird er das hinkriegen. Ich habe da auch Vertrauen in ihn tatsächlich. Wir werden schon eine Lösung finden, denke ich, in die eine oder in die andere Richtung. Und der Schmero scheint die Klinge gut führen zu können. Dementsprechend hoffe ich, dass, falls alles eskaliert, sie schützen kann. Was haltet ihr von ihr? Ich werde nicht schlau aus ihr. Sie umgibt eine Dunkelheit, also jenseits von dem Mantel. Aber, Und es ist lange her, dass ich im Süden war. Ich war noch nie im Süden. Wie ist es dort? Ich habe nur Geschichten, viele Geschichten davon gehört. Es ist warm und anders und die Luft ist warm und feucht und unangenehm. Umso trockener in der Wüste. Ja. In der Wüste soll es nachts eisig kalt werden. Ist das wahr? In der Wüste bin ich noch nie gewesen. Ich war ja immer nur auf dem Wasser. Aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Sie umgibt etwas Dunkles, habe ich das Gefühl. Aber nicht so dunkel, wie die Spinne dunkel war. Anders dunkel. Es war eine wahrhaft beängstigende Kreatur. Eine Kreatur Rangas. Haranga? Eine böse Gottheit, eine Schlange oder sowas, richtig? Richtig. Ranga, richtig. Die böse Meeresschlange. Ewig gejagt von Swafnir. Sayariel hat plötzlich irgendwie, Lumen hatte mit einer zweiten Hand einen Dolch plötzlich an der Seite, wo er aber dann stoppt. Ich glaube, wenn ich dem Horasia richtig zuhöre, dann nennt ihr das, was wir Ranga nennen, den Namenlosen. Oder den Gott, dessen Name nicht genannt werden darf. Ihr wisst schon, wen, ja. Oder so. Ihr wisst schon, wer. Ja. Scheinen die im Bunde zu sein, Ranga und der, über den man nicht sprechen darf. Wahrscheinlich sowohl das Gute, die Götter stehen ja irgendwie zusammen, also warum sollte das Böse nicht auch eine Art Verbundenheit haben? Ich hoffe nur, dass sie sich gegenseitig häufiger in den Rücken fallen, damit wir es einfacher haben. Ich dachte, wir kämpfen und philosophieren nicht über irgendwelche Wesen, die eh nicht existieren. Tut mir leid, ich habe es so gelernt. Hm. Für Shayariel ist das Dasa ja auch schon ein Begriff. Also diese Böse. Ja, das Böse. Das Licht und das Dasa mag es geben, aber das die Gottheiten. Tashmeru finde ich merkwürdig, die wir so reden. Seht es vielleicht so, dass wir einfach nur andere Begrifflichkeiten haben für das, was ihr habt? Das, was ihr als das Dasa bezeichnet, bezeichnen wir als, oder geben wir vielleicht unterschiedliche Namen, Haranga oder der 13. Und wenn ihr das Licht meint, meinen wir vielleicht die Götter, weil wir mehrere, zu Hilberto, oder überlegt sich Hilberto, weil er ist ja gerade nicht da, Spektren darin sehen oder... Die Menschen es vielleicht einfacher haben, wenn sie einzelne Aspekte einzeln benennen. Sind die Götter denn immer Licht und sind die Götter nicht einfach nur Projektionen des menschlichen Bewusstseins und das, was ihr Menschen für Dinge haben wollt, wie zum Beispiel Geld, das projiziert ihr auf eure Gottheiten und wenn einer stirbt von euch, dann meint ihr, dafür braucht es auch eine Gottheit? Das ist der Weg der Menschen, aber ich glaube, da sprecht ihr lieber mit Alricio rüber, der... Nee, das geht nicht. Der wird da gleich immer so sauer.
Shayari, du redest wirr. Du redest komische Dinge, von denen ich nichts verstehe. Ja, wir philosophieren gern, wir Elfen. Ich finde wie was? So, also, der alte Torwaller kratzt sich am Kopf. Was ist mit den Sternen, wenn die fallen? Sind das dann gefallene Gottheiten in eurer Welt? Oder hat das dann doch was mit der Zeitenwende zu tun? Ich würde nur, also für meine bescheidenen Kenntnisse würde ich einfach nur sagen, dass fallende Sterne kein gutes Zeichen sind. Für welche Art und Weise auch immer. Oder aber was auch immer da fällt. Habt ihr noch nicht beobachtet, dass die Sterne fallen? Also, ich kenne den Stern... Ich kenne den Sternenhimmel nicht gut genug, dass ich sagen könnte, da fehlt irgendwie ein Stern, aber ich, also. Also ich denke, natürlich. Lumin als Weiden hat auf jeden Fall gehört, dass dass ein Teil des Sternbildes der Rondra niedergefallen ist und die Stadt Arivor zerstört hat. Also einer der heiligen Städte der Rondra. Ja, gut. Ja, das macht uns schon Sorge mit diesen gefallenen Sternen. Das könnte sein, dass sich eine Zeitenwende ankündigt und wir wissen noch nicht, ob in der nächsten Zeit wir als Elfen weiterhin unter euch wandeln oder was das zu bedeuten hat. Dann lasst uns alles dafür tun, dass es sowohl Elfen als auch Menschen und wegen mir auch Goblins es ins nächste Zeitalter schaffen, falls es das ist, was sich da ändert. Aber es ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen, wenn einer dieser Sterne fällt und ausgerechnet einer der höchstgeweihten Städte für die Menschen trifft. Ja. Meine ganze Otayasko hat sich zurückgezogen und hat gesagt, sie sind so anders geworden. Antriebslos und ängstlich. Und ich habe gedacht, jetzt ist die Zeit für ein letztes großes Abenteuer. Dann wollten sie noch mal raus und wollten mich als Einzigen nicht mitnehmen. Wobei ich der Erste der gesagt hat, jetzt ist die Zeit für ein großes Abenteuer. Stellt euch das vor. Und guckt, wo ihr jetzt seid. Ihr seid wahrscheinlich in eins der größten eures Lebens und wahrscheinlich unser aller Leben reingestolpert. Und so ich hätte mir keinen besseren als Schildbruder wünschen können. Habt ihr vorhin nicht irgendwas über Schicksal erzählt? Ja. Vielleicht hat uns das Schicksal hier zusammengeführt. Was, wenn nicht das? Oder vielleicht. Die Götter? Oder das Licht? Oder was auch immer? Ja. Wir tun, was wir zu tun haben. Also als Elfen und suchen unsere Aufgaben, um sie zu erfüllen. Lass uns erstmal schauen, wer da nach Hilfe gerufen hat. Vielleicht kriegen wir dann Antworten. Also Magister Silberhaar, das könnt ihr doch jetzt wirklich nicht machen. Also sobald ihr die Wunde herausteleportiert, bleibt doch auf jeden Fall eine noch größere Wunde im Körper. Lumen wird wahrscheinlich gerade etwas abgelenkt und hat plötzlich so eine Axt und ein Messer irgendwie so an zwei Stellen seines Körpers. Wutentbrannt schießt Adepta Tassia gerade aus der Hütte raus. Sowas Engstirniges. Was tut er? Moment. Adepta macht einen hervorragenden Job. Ich habe Kräutertee. Hilft das? Nimmt die Tasse und trinkt die in einem Zug aus. Ich hoffe, sie war schon abgekühlt. Ja, die ist ja von heute Morgen. Manchmal kann er echt ein sturer Bock sein. Was ist hat sich jetzt in diese Bock? Blöde Idee verrannt mit der Wundenteleportation und er überlegt nicht, wie die anatomischen Gegebenheiten sind. Bocke sind doch gar nicht stur, die sind meistens eher sehr fröhlich. Dann kennt ihr andere Böcke als wir. Na gut. Ich glaube, ich habe ihm das jetzt ausgeredet, dass er das an Lumin testen möchte. Da hätte ich aber auch ein Veto. Ja, das hat er mitbedacht. Aber ich konnte ihm das ausreden. Ich danke euch dafür. Hoffentlich hat er das morgen sowieso wieder vergessen. Das wäre mal ausnahmsweise mal was Gutes, was mit seiner
Demenz zu tun hat. Demenz? Falls Deine es euch, Vergesslichkeit? Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, Magister Silberhaar ist, naja, etwas fortgeschrittenen Alters. Ja, ja, und dass er vergesslich ist auch, aber dafür gibt es ein Wort. Ja, ja. Hm. Ein Krankheitssymptom, was alte Menschen befällt. Okay. Sie werden mit dem Alter verwirrt. Also, besonders Magier. Irgendwie, jetzt mal unter uns. Ich weiß ja nicht, also in Weiden ist man nicht so gebildet, habe ich gehört, aber ich glaube, ihr schon. Also ihr wirkt zumindest so. Ist euch schon mal aufgefallen, Danke. Dass sämtlichen hochbetagten alten Magier von den, egal welcher Gilde, also jetzt mal der Weißen Gilde ausgenommen, weil da ist der Oberhaupt ein Zwerg, aber sonst alle alten menschlichen Magier irgendwie, naja, ein bisschen durch sind? Adepta, ich muss euch ganz, also ich habe in meinem Leben nicht viele, also viele Erfahrungen mit eurer Profession gemacht. Die längste Erfahrung mit einem Magier war mit Hilberto, wo ich ein Jahr lang mit ich musste ein Semester mal bei Rancorium studieren, das war fürchterlich. Okay. Kennt ihr Rancorium Montagunus? Nicht persönlich. Er bezeichnet jeden, der in der Vorlesung sitzt, als Nottel. Was ist ein Nottel? Das ist irgendein, ich glaube, ein Assistent von ihm, der schon seit Jahren tot ist, aber keine Ahnung, begreift das nicht. Noch ein verwirrter Magier. Vielleicht sollte man... Naja, eben! Vielleicht sollte man mit Magie vielleicht noch etwas vorsichtiger umgehen, wenn das vielleicht eine solche Wirkung auf den Verstand hat. Dieser Schwarzmagier aus dem Phileason-Lied, Snorri. Wie hieß der noch? Kommt's jetzt nicht, Naja, er wird mir wieder einfallen. Jedenfalls, immer wenn sie alt werden, ich könnte mal mich mit den Neoniten-Orden mal zusammentun und mal das wissenschaftlich untersuchen, wenn ich denn mal Zeit dafür finde. Das wird nicht schlecht, aber ich befürchte, solange ihr diese verantwortungsvolle Aufgabe mit Professor Silberhaar habt, habt ihr wahrscheinlich mehr zu tun, als euch lieb ist. Übrigens, und guckt so Shayariel, ich steige halt mal drüber, ich übe das einfach bis zum nächsten Mal, dann läuft das besser. Und Snorri, danke, dass ihr mit mir geübt habt. Ja. Und ich kann auch noch mit dem Bogen auf dich schießen, wenn es hilft. Nein, also wahrscheinlich nicht. Ihr habt was gemacht? Mit Bogen aufeinander geschossen? Nein, wir haben einfach nur miteinander geübt. Sie hatte jetzt Das ist der Sarkasmus, der Elfensarkasmus. Ich merke das. Das ist kein Sarkasmus. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich bin immer nur ehrlich. Das ist sehr nett, aber ich bin so schnell bin ich nicht, dass ich einem Pfeil ausweichen kann. Es reicht nicht mit euren Verletzungen. Ihr solltet eigentlich überhaupt gar kein Schwert in der Hand tragen. Ich habe gehört, wenn man eine Verletzung davon getragen hat, sollte man diese möglichst gut bewegen, damit sie nicht steif wird. Das habt ihr in Weiden gehört. Womit Natürlich. Wir wieder dabei sind. Auf jeden Fall habt ihr einem alten Mann wie mir noch etwas beigebracht. Also ein verwundetes Tier schont sich. Vielleicht lernt man auf euren Kriegerschulen ja doch gute Dinge. Das hätte mein Lehrer vielleicht, er war nicht immer so unbedingt zufrieden mit meinen Durchführungen, aber mit den Ergebnissen durchaus. Kennt ihr Meister Alrik? Kenne ich Meister Alrik? Wahrscheinlich schon. Es gibt immer irgendwo einen Meister Alrik. Ja, durchaus. Hätte mich jetzt auch gewundert. Also bei einer, dass ein Weidener Meister Alrik nicht kennt, ist. Wir haben ein paar Bücher von ihm in der Bibliothek. Ja, das ist gut. Man sollte mehr Bücher von Weidener in Bibliotheken haben. Ich glaube, das eine heißt Das Schwert hoch erhoben.
Ja, die Adlerstellung, ja. Ich habe auch so Tränke, die so gut sind, wenn zwei Menschen sich sehr mögen, glaube ich. Wollt ihr die mal ausprobieren? Bitte was? Ach, nix. Ja, was? Ein was? Wie? Ich könnte euch so einen Trank machen, der so Gefühle in Wallung bringt. Das ist immer ganz nett. Das machen wir manchmal, wenn wir so am Lagerfeuer sitzen. Ihr könnt Liebestränke brauen? Nein, Liebestränke kann ich nicht brauen. Ich bin ja nicht Dana, aber ich kenne mich mit ein paar Kräutern aus, die im Wald wachsen, die wir so nutzen für verschiedene Zwecke. Könnte doch einfach Schnaps brauen. Nein, wir trinken ja keinen Alkohol. In Torwall ist das aber, soweit ich gehört habe, eine Art Liebestrunk, ja. Da kommen Beziehungen zusammen, die vorher nicht zusammengekommen wären. Mit Bremer Feuer geht alles. Lumin guckt nochmal besorgt Richtung Wald. Wie viel Zeit ist schon vergangen? Also es ist schon nachmittags jetzt. Die sind am Vormittag aufgebrochen. Was machen denn eure Wunden, Lumin? Tun die noch weh oder wird's besser? Es wird von Mal zu Mal besser. Wenn ihr euch nicht so viel bewegen würdet. Ich kann aber nicht ruhig sitzen bleiben. Soll ich euch dabei helfen? Setzt euch mal hin. Wollten wir nicht noch ein paar Kräuter suchen gehen? Wir brauchen bestimmt noch neue Heilkräuter. Ja, genau, geht mal ein paar Heilkräuter suchen und Lumin setzt sich hier mal ganz ordentlich hin. Wir sollten vielleicht warten, in den Wald zu gehen und nach Heilkräutern zu suchen, bis unsere Freunde wieder zurück sind und einen Status erzählen können, wie es mit den Goblins steht. Aber vielleicht können wir uns schon um die Verpflegung kümmern, Herr Ariel. Genau, wir kümmern uns um die Verpflegung. Wir müssen ja auch Mittagessen essen. Auch? Genau. Wenn ihr die jagt, also generell in den Wald gehen würde ich... Ich dachte, ich schaue schon mal, was wir mitnehmen, wenn wir weiterziehen. Genau, und wir werden bestimmt auch was in der Hütte finden, was wir jetzt essen können. Oder vielleicht haben wir noch was im Gepäck oder auch nicht. Wir suchen mal ein bisschen und lassen euch hier beide alleine. Okay. Also wenn wir gehen Hilfe in die braucht, Hütte. Sag Bescheid. Wir gehen in die Hütte. Und wir schauen noch mal nach der Krankenelfin. Ja, macht das. Die hat sich sehr beruhigt und schläft gerade ziemlich ruhig vor sich hin. Also kein Vergleich zu gestern. Scheint zu helfen, was auch immer Dana ihr da verabreicht hat. Sehr gut. So, Snorri, dann lass uns mal nach Vorräten gucken. Machen wir. Genau, und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was wir noch haben, was wir vielleicht noch brauchen und ob wir vielleicht bei Dana noch was bekommen könnten oder zumindest was zum Essen noch finden. Ja, also die hat auf jeden Fall noch genug Vorräte da, dass ihr euch da irgendwie was rausköcheln könntet, wenn ihr wolltet. Eine Gemüsesuppe oder so. Ich traue nicht so ganz, aber ich mache das jetzt, dann setze ich mal so eine Gemüsesuppe auf. Irgendwas müssen wir jetzt... In dem Kessel? Ach so, nee, das geht nicht. Ah, gibt's noch einen anderen Kessel? Ja, doch noch andere Töpfe da, ja. Dann nehme ich einen anderen Topf. Okay. Ja, nach einiger Zeit kehren dann auch Alricio, Tashmiro und Hilberto wieder zurück. Dann würde Lumin wahrscheinlich, auch wenn er gerade noch von der Adepta, weiß ich nicht, behandelt wird, wahrscheinlich irgendwie aufstehen wollen und denen entgegengehen wollen. Ja, Dana sitzt immer noch auf dem Karren und lässt sich ziehen. Wirkt ziemlich kaputt und ist ziemlich bleich und K.O. Was ist passiert? Ich habe mich einfach nur ein bisschen verausgabt. Ribbit. Wie ist der Status mit den Goblins? Das kann Aricio, glaube ich, besser erklären. Er hat mit ihnen gesprochen. Schieß los. Ja. Ich würde sagen, hat ganz gut geklappt. Aber wir müssen abreisen. Das hatten wir eh vor, also von daher. Ich verhandle gerne mit Dingen, die wir dir sowieso nichts kosten. Okay. Das ist am einfachsten.
Wo wollt ihr denn hin? Diesem Ruf nach. Korrekt. Geht's, danke, Dana, für deinen Einsatz. Ja, ich brauch mein Bett. Komm, ich helf dir. Mhm. Lässt sich und so Blumen, in deinen... Blumen würde sie stützen und im Zweifel, weiß ich nicht... Merkt dabei auch nochmal seine eigenen Wunden wieder. Ja, hin und wieder, also er versucht es immer wegzutanken, aber es geht immer mal wieder, je nach Bewegung, ein leichtes Ziehen durch sein Gesicht. Ja. Erreicht ihr die Hütte wieder und als ihr euch gerade da so versammelt habt, schlägt die Elfe, die auf dem Lager gelegen hat, die Augen auf. Sanya, Salah. Shayariel, ich glaube, das ist was für dich. Ich gehe macht dir Platz. Hin und setz mich zu ihr und spreche sie an. Wie geht's dir? Du bist in Sicherheit. Was ist passiert? Spricht halt nur auf Istira mit Shayariel, ne? Das wissen wir nicht genau. Wir glauben, ihr wurdet angegriffen von ganz vielen Goblins, die euch wahrscheinlich zu ihrer Schamanin führen wollten. Also ihr wart unterwegs mit einer Art Wagen, der aber keine Räder hatte. Mein Wagen, wo ist der? Und vielleicht zu Handelsbahn. Der ist noch im Wald. Geht's ihm gut, dem Wagen? Ja, dem ging's gut, das letzte Mal, als wir ihn gesehen haben. Und dann haben die Goblins euch anscheinend angegriffen. Und dann hat... Ja, daran erinnere ich mich. Dana euch gefunden, also hier die Hausbesitzerin, und hat euch hierher gebracht und gepflegt. Oh, dann bin ich hier zu Dank verpflichtet. Ja, das hat sie sehr gut gemacht. Ich glaube, es sah nicht gut aus um euch. Von welcher Sippe kommt ihr? Ich bin von den Hütern der Sterninsel aus dem Reichsforst. Und ich ihr? Komme von den Erdsängern. Was treibt euch hierher? Ich bin immer schon auf der Reise gewesen. Mal hierhin, mal dorthin. Die Weite und die Steppe, die Wälder sind mein Zuhause. Aber vermisst ihr eure Sippe gar nicht? Naja, ich kehre immer mal wieder zurück und erzähle dann von meinen Erlebnissen. Das klingt gut, das sollte ich vielleicht auch tun. Ich war sogar einmal bei einem dieser menschlichen Großveranstaltungen. Oh, was für eine? Sie nannten es das große Donnersturmrennen. Was für eins? Das große Donnersturmrennen, ein Wagenrennen. Da kriegt Blumen große Augen. Sie halten es für eine ihrer Gottheiten, glaube ich. Für Rondra. Ja, genau, so hieß sie. Ich habe nicht gewonnen, aber es war lustig mitzumachen. Okay. Und mein Wagen hat sich gut geschlagen. Hast du nicht Angst, vom Licht dich zu entfernen und Bardock zu werden? Nein. Warum? Was? Okay. Und die Menschen haben dir nichts getan und du kannst einfach mit denen normal agieren? Ja. Die sind eigentlich ganz nett, wenn man sie mal... Also nicht alle, aber... Okay. Die meisten. Dankeschön. Die sind halt alle ein bisschen komisch. Ja, sehr komisch. Aber die sind sehr ja, merkwürdig. Aber die... So flüstert dann eher so zu dir. Die Menschen werden ja auch nicht besonders alt. Mein Trick ist, stell dir einfach vor, es sind alles kleine Kinder. Ja, sehr kleine, die sind so wie Dreijährige manchmal. Ja, bockige, kleine, trotzige Kinder. Ah. Und dann versteht man sie viel besser. Das ist gut, das werde ich mir merken. Deswegen auch das mit diesen Gottheiten und so.
Aber sprecht, euer Wagen ist ja schon sehr besonders. So einen habe ich noch nie gesehen. Es ist mein Wagen. Habt ihr den gebaut? Ich habe ihn erschaffen, ja. Zusammen mit einem Zaubersänger einem Former meiner Sippe. Das ist sehr besonders. Den finde ich großartig. Und mit dem zieht ihr durch die Wälder und bringt Handelswaren durch die Gegend? Ja. Wandle zwischen den Sippen umher, bringe allen das, was sie, benötigen. Und manchmal auch Geschichten. Oh, und wo wart ihr hin auf dem Weg? Wo wolltet ihr hinfahren? Ich wollte eigentlich nach Gerasim fahren. Ah, daher kamen wir gerade aus Gerasim. Das ist noch einiges weg. Aber jetzt, wo der Überfall war, ich muss mal schauen, was von meinen Waren noch über ist. Ja, und ihr solltet euch erstmal ausruhen und komplett gesund werden. Ja, ich fühle mich auch noch ein bisschen. Ah. Ich denke, dass die Goblins keine Gefahr mehr sein sollten. Weil die Schamanin, die wurde getötet. Also, ja. Ich denke, sie werden euch nicht mehr angreifen. Getötet. Warum das? Weil sie gar keine Schamanin war, sondern eine Vampirin, die sich ausgegeben hat als Schamanin. Dann hat so einer aus unserer Gruppe sie einfach getötet. Das weiß ich auch nicht so genau. Das kann ich nicht erklären. Es ist scheinbar so eine merkwürdige Krankheit, die erst Menschen haben und manchmal auch Elfen und dann ist man untot und trinkt Blut und wird so ein Teil der Dunkelheit oder so ähnlich. Bei den Menschen ist es ein Fluch der Götter. Und ja, bei den Elfen ist es ein Fluch des Lichts und guckt zu Tashmeru, während er auf Elfisch leider nur einstimmig und mit wahrscheinlich weidender Dialekt. Ja, so ein Mondlichtfluch oder so ähnlich ist das. Oh, er spricht unsere Sprache. Sanyasala Fayama. Nickt. Zumindest versuche ich es hin und wieder. Sein Akzent ist grauselig. Und auf Gerät, es tut mir leid. Naja, jedenfalls war die Schamanin eine Vampirin und wollte mich töten. Und dann kam Dieter und hat den Vampir umgebracht. Und naja, jedenfalls ist die Schamanin jetzt tot. Und die Goblins sind jetzt ohne Anführerin. Das ist tragisch. Ja. Ja, das ist es. Aber wenn hier so komische Wesenheiten umgehen, die Schamanen töten oder so, dann müssen wir auch die Völker hier überall warnen. Die ganzen Sippen. Naja, also ich hoffe ja, also ich meine, ich weiß natürlich nicht, ob es noch andere elfische Vampire gibt, aber und andere Menschenvampire. Aber gut, die anderen haben auch davon erzählt, dass sie welche getroffen haben. Ich glaube, es kommt nicht so oft vor, dass es so elfische Vampire gibt. Und wir hatten da dieses Lied von dem, der den Himmel kreischen lässt. Was? Ja, im Vermächtnis der Völker haben wir davon gehört. Und jetzt sind wir auf der Suche danach und wollen herausfinden, was das ist und worum es geht. Was da eigentlich passiert ist und was das für ein merkwürdiger Fluch ist, der Menschen und Elfen befällt. Ja, also ich möchte das zumindest herausfinden. Die anderen haben vielleicht andere Themen. Ich glaube, das ist schon ganz gut. Ich werde so schnell ich kann mindestens meiner Sippe Bescheid geben und allen, die ich auf dem Weg noch treffe. Ja, dass sie das aufpassen ist sollen. Sinnvoll. Ich meine, wenn wieder so ein Wesen ins eines der Elfensippen kommt, dann gibt es demnächst noch mehr elfische Vampire und die sind schon, glaube ich, schwer zu töten, wenn man nicht gerade so ein, ich weiß nicht, wie das heißt, Ritualgegenstand oder so ähnlich hat. Also entweder so magische Nüsse oder so ein magisches Messer, ich weiß nicht. Oder so einen magischen Flipflock. Mondsilber hilft bei
elfischen Vampiren. Es ist Mondsilber. Ja, ein Material. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auf eurer Sprache einen eigenen Namen dafür habt. Die haben kein Silber. Naja, Silber kenne ich schon. Ja, wir haben das nicht so genutzt, außer wenn es gehandelt wurde, aber... Ansonsten hilft immer den Kopf vom Rumpf trennen. Das ist nicht so einfach. Nein, es ist wahrlich nicht. Herr Schmero weiß, dass das selbst das manchmal nicht hilft. Zumindest nach meiner Erfahrung. Ihr könntet euch uns auch anschließen und mitkommen auf die Reise. Das ist bestimmt auch schön. Dann wäre ich nicht so alleine mit diesen Menschen, dreijährigen Kindern. Blumen guckt etwas vorher. Ey! Also, ich weiß ja nicht, in welche Richtung ihr unterwegs seid. Wo wollt ihr denn hin? Ja, erstmal weiter in die Berge auf jeden Fall. Das Lied hat uns so ein bisschen vorgegeben, wo wir hin sollen. Also, mein Weg führt mich jetzt eher nicht in die Berge. Na gut. Tut mir leid. Wir wollen in die noch tiefer in die waldelfischen Gebiete ziehen. Und da müsst ihr aufpassen, die sind, was Fremde angeht, ziemlich eigensinnig. Könnt ihr uns einen Tipp geben, wie wir mit denen umgehen könnten? Ich meine, ich bin ja hier mit lauter Menschen unterwegs und nicht, dass die uns Menschen angreifen. Menschen mögen sie gar nicht. Soll ich den Elfenohren ankleben? Ich glaube, das würden sie nur noch wütender machen, weil sie dieses sofort durchschauen. Sie sind ja nicht dumm. Stimmt. Kann man mit denen reden? Schon? Meistens halten sie sich versteckt irgendwo und lassen einen ziehen. Also wenn man durchlaufen kann, dann kann man durchlaufen. Wenn man einen von denen sieht, dann ist es meistens eigentlich auch schon zu spät. Dann ist irgendwas vorgefallen. Oh, das ist gut zu wissen. Das heißt, wir treffen wahrscheinlich nicht auf sie, außer wir haben irgendwas falsch gemacht. Ich musste einmal zu so einer Sippenverhandlung, weil ich durch das Gebiet von ihnen gereist bin ohne Zustimmung. Oh, und dann? Ja, ich habe nicht aufgepasst. War ihnen ziemlich unangenehm. Wie ist es ausgegangen? Offensichtlich lebt ihr ja noch. Ja, ich hab gute Gründe gehabt, schnell da durchzulaufen. Sie haben mir geglaubt, ja. Okay, das heißt, wir sollten sie vorher fragen, ob wir durchlaufen dürfen? Das sollte man auf jeden Fall machen. Aber das Problem ist halt, man sieht sie ja nicht. Ja, stimmt. Das wird schwierig. Und sie könnten auch Nein sagen. Das wäre auch schlecht. Sie können ziemlich gut Nein sagen. Eigentlich sagen sie mehr Nein als Ja. Aber kann man sie irgendwie umstimmen? Also ich meine, wir haben ja schon gute Absichten. Und wenn es mehr von diesen Elfenvampiren gibt, dann wäre das auch für sie schlecht. Das Sippengericht wird, wenn es soweit kommt, halt schon versuchen herauszufinden, was und wie eure Absichten sind. Aber wenn ihr reinen Herzens seid und euch nichts vorzuwerfen habt, dann werden sie euch auch nicht viel vorwerfen können. Na gut, ich kann das vielleicht von mir sagen, aber ob ich das für die anderen sagen kann, weiß ich natürlich nicht. Dann müsst ihr dafür sorgen. Ich weiß nicht. Ihr seid die Einzige, die hier kein Kind ist. Ja, das ist ja das Schwierige. Also ich unterstelle ihnen jetzt nicht böse Absichten, aber sie haben natürlich ihre Absichten, weil sie halt Menschen sind. Ihr habt jetzt halt eine gewisse Verantwortung. Für Menschen? Ja, natürlich. Lumit wieder auf Isgira. Ich denke, die Kinder können sich eine Weile zusammenreißen und versuchen den Erwachsenen und Kuksha Yariel an, vielleicht gerade was den Wald betrifft, die Führung zu überlassen. Ja, aber wenn ich
euch und Ariccio so angucke, dann bin ich mir manchmal nicht so sicher, wie das weitergeht. So? Du kannst dich darauf verlassen, dass wir uns zusammenreißen können. Das ist doch gut. Das ist halt schlecht, wenn jemand wegläuft und dann so Streit entsteht. Wir sollten uns versuchen, möglichst einig zu halten. Das könnte uns helfen bei Waldelfen. Könntet ihr bitte kurz, also ich habe die ganze Zeit kein Wort verstanden, aber da ging es jetzt gerade um mich, oder? Es war nicht so wichtig. Ich erzähle dir gleich eine Zusammenfassung von dem, was ich verstanden habe. Wir hatten davon gesprochen, dass wir Vertrauen aufbauen wollen, ne? Ich erzähle es dir gleich. Es ging um euren Streit. Genau, also es ging einfach nur darum, dass wir an einem Strang ziehen sollen, wenn wir durch den Wald gehen. Sie versteht mich auch? Ein wenig, Entschuldigung. Faszinierend. Der große da hinten auch? Nur dieser Kleine hier nicht? Nee, der Torwaller kann das auch nicht. Aber er hat elfische Stiefel an. Das war ein Geschenk. Ist das mit? Ein Geschenk, ja. Ja, dann darfst du da mal ganz schön stolz drauf sein, meint die auf ziemlich knauzrigen Dorwalsch. Klingt total melodiös und alles, aber es ist irgendwie alles ein bisschen falsch. Die Betonungen liegen irgendwie in falschen Stellen. Dankeschön. Dankeschön. Ja, bin ich auch. Ich freue mich auch. Und die harten Konsonanten sind irgendwie viel zu weich ausgesprochen und so ein bisschen, als würde, ich stelle mir gerade so einen französischen Akzent mit dem Deutschen vor. Dann überleg mal, wie ein Weidener Istira spricht. Ja. Gibt es was wir noch, also gibt es Geschichten, die ihr gehört habt, die für uns wichtig sind jetzt auf der Route? Geschichten kann ich euch jede Menge erzählen, aber jetzt nichts, was für die Route, ich weiß ja nun, wenn ihr einfach nur die Salamandersteine ziehen wollt ins Gebirge, dann, naja, da war ich auch noch nie. Okay. Also ganz in den Bergen. Da soll halt irgendwo die Lichtquelle sein. Ja, da wollen wir. Und die Wirklichkeiten verschwimmen und, ja. Das ist, glaube ich, die Idee, dass wir dahin reisen. Ihr wollt ins Licht? Nein, wir wollen zur Lichtquelle. Also doch ins Licht. Wir suchen auf jeden Fall, also er würde jetzt auf Gereti weitersprechen. Ist unsere Sprache okay für dich? Klar. Wir suchen eine Silberbuche, die über 30 Schritt misst. Eine Silberbuche über 30 Schritt. Passt eigentlich zum Silberbuchenwald, oder? Korrekt. Ja. Dann müsst ihr wohl wirklich in Richtung Gebirge. Da sollen Baumdrachen und komische Feen und so auch noch leben, zusätzlich zu den Waldelfen. Freue mich. Ich habe mal auch gehört, dass es dort auch eine alte Stadt gibt, wo ja nicht ganz welche deiner Art, aber so ähnlich leben. Lumens Art oder Shayariels Art? Nein, Menschen. Also es sind nicht wirklich, also es sind. In den Bergen? Mhm. Vielleicht große, etwas hagere, sehr muskulöse Gestalten oder so. Ich habe von. Eher ziemlich kräftige Gestalten und. Einem Bergvolk gehört, das irgendwie sehr wild sein soll und irgendwie mit Trollen. Trolle, ja. Ich würde jetzt eher sagen, es ist so eine Kreuzung aus. Ich weiß nicht, kennt ihr diese. Wart ihr schon mal im Süden?
Ich habe nur Geschichten davon gehört. Also ich spreche jetzt Gareti, ne? Ariti und so kann er auch mithören. Mhm. Was meint ihr? Im Süden gibt es diese kleinen Tiere, diese Felltiere, die sich von Baum zu Baum schwingen. Mhm. Ja. Affen. Affe war der Begriff, genau, richtig, ja. Also eine Kreuzung, also eine Mixtur aus Mensch und Affe. Das sind also dann jetzt eher nicht wirklich Goblins. Nicht wirklich. Nein, keine Goblins. Goblins sind keine Affen. Goblins sind Goblins. Orks? Nein, auch keine Schwarzpelze. Ich weiß doch, wie Schwarzpelze aussehen. Irgendwas hier in den letzten Jahrzehnten hier los war, muss man Orks doch kennen. Das ist irgendwie etwas anderes. Wir werden es ja erleben. Ja, ich glaube, wir werden es leider sehen. Vielleicht auch zum Glück. Menschenaffen. Menschenaffen, ja. Das ist ein guter Begriff. Das klingt seltsam. Naja, mir kommen da tatsächlich als erstes Goblins in den Sinn, weil... Keine Goblins, Menschenaffen. Ja. Wir werden Unterschied. Sehen, wenn wir da sind. Wir lassen uns überraschen. Können wir noch was für euch tun, dass ihr gut weiterkommt? Ich weiß nicht, ich fühle mich noch nicht wirklich sonderlich... Dana meint dann, wir haben ja noch etwas von der Tinktur, die ich so bereitet habe. Ihr müsst sie noch ein paar Tage zu euch nehmen und dann sollte es euch bald wieder besser gehen. Aber ich glaube, so lange wollt ihr gar nicht hierbleiben, oder? Nein, wir müssen sofort weiter. Das heißt, ich werde mit diesen Goblins irgendwie einfach so kommunizieren müssen. Ja, aber die sind ja jetzt, glaube ich, auf unseren Friedens... Vertrag eingegangen, dank Riccio. Wir sollten bloß irgendwie unsere Vorräte auffüllen, weil so viel haben wir nicht mehr, wenn wir jetzt weiterziehen wollen. Ulfried kann, glaube ich, ein bisschen goblinisch. Ich werde ihn als Übersetzer mitnehmen. Also ich gehe davon aus, dass die versuchen werden, es dir recht zu machen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja, das wirkt ziemlich so, als ich die da in diesem Heilzelt war. Also besonders die Männchen haben alles gemacht, was ich gesagt habe. Vielleicht wirst du ja tatsächlich der neuen Schaman. Da seien die Zwölfe vor. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Satz, um dann hier irgendwie einen Cut zu setzen. So heute zumindest, ja. Vielen Dank fürs Spielen. Und bei mir hat es viel Spaß gemacht. Viel Plot haben wir nicht geschafft, aber dafür haben wir sehr, sehr schön die Sache mit den Goblins erledigt und uns untereinander ein bisschen besser kennengelernt. Das ist auch ganz gut, glaube ich. Dann geht's beim nächsten Mal vielleicht weiter tiefer in die Wälder. Ach so, nur fürs Protokoll. Tashmeru wird ihren Dolch natürlich wiederbekommen. Ja, alles gut. Wenn sie den Hammer fordert, dann kriegt sie den auch wieder. Den wird sie auch wieder an sich nehmen. Ja, ja. Der Gevatter klappt. Jawohl, sehr schön. Ja, und falls ihr euch fragt, welches System wir spielen, ich sag's nochmal, es ist Cinema, Ausrufezeichen, System. Ich habe eben zwischendurch eine Privatnachricht bekommen, was wir denn da spielen. Und ja, liest es euch ruhig durch. Ich finde es ganz gut. Für sowas, was wir jetzt hier machen, ist es irgendwie ziemlich gut geeignet, glaube ich. Kommt immer ein bisschen drauf an, wie man spielen möchte. Wer ein bisschen Würfelrollen mag, der ist da falsch bei Cinema. Aber wer ein bisschen erzählen mag, ist da gut aufgehoben. Manche verbinden das Ganze ja zum Beispiel der Pölle auf seinem Kanal. Können wir ja gleich ein bisschen Werbung machen, während ich mal raussuche, wo ich euch gleich hinschicke. Meister Alrik. Erzähl doch mal ein bisschen mehr über deinen Kanal, Pölle.
Also Meister Alrik zum Beispiel ist eine legendäre NSC-Figur, die tatsächlich niemals in einem Abenteuer wirklich aufgetaucht ist, sondern immer nur über die erzählt wird. Kampflehrer an der Balihoer Kriegerakademie. Und ja, ich schrieb es ja schon in den Chat. Eigentlich ist er Chuck Norris. Also er kann alles und ist der größte Recke und hat ja schließlich auch den Schwertkönig ausgebildet. Chuck Norris halt. Genau. Also Meister Alrik. Er verzichtet auch auf jede Form von Rechten, weil seine Linke ausreicht, um alle niederzustrecken. Wann sieht man denn das nächste Mal was bei dir? Genau. Nächsten Samstag sind wir wieder dran. Wir steigen gerade ein in das Abenteuer Grenzenlose Macht und ich glaube, es ist ungefähr das 100. Video jetzt, das wir bringen in unserer G7. Also wir sind schon ordentlich lang dabei und wir beschäftigen uns auch sehr, sehr viel mit Charakterspiel. Das ist uns ganz wichtig. Und also da gibt es noch klassisches DSA. Ja, genau. Also im Prinzip spielen wir DSA 5 mit Skillen und mit Würfeln und allem drum und dran. Aber es hält sich echt den Grenzen, wie oft wir Würfel schmeißen. Also ich würde so schätzen, im Schnitt fallen die Würfel 1 bis 2 Mal pro Session. So, und inklusive der Kämpfe. Also, ne, wir haben jede Menge Sessions, in denen gar nicht gewürfelt wird und andere wiederum dann halt eben. Die Kämpfe, die wir aber auch möglichst cineastisch gestalten mit Erzählen und nicht so dermaßen. Ich habe jetzt eine 1, ich habe nur eine 4. Ja, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, ne? Ja, leicht ist es nicht unbedingt, aber ich finde das sehr, sehr lohnend. Also ich weiß, dass letzte evangelische Kirchentag war und da war Stadtpoetin unterwegs und hat ganz viele Nerds getroffen und das sah so aus, wenn man ihre auf Instagram oder sonst irgendwo folgt, dass es da auch rollenspieltechnisch abging. Ja, es gibt tatsächlich auch ein Video auf der Nerdchurch-Seite, das ich noch schnell zusammengeschnitten habe. Wir haben 3 Workshops gemacht. Ich war bei 2 und der erste ging nur darum, überhaupt um Nerd sein. Und beim zweiten haben wir tatsächlich in einer Stunde Pen and Paper und Labs entwickelt. Zu verschiedenen Themen, also natürlich jetzt nicht im Detail, aber überlegt so, was könnte ein mögliches Pen and Paper gehen werden. Das war ganz witzig. Das dritte ging dann um Brettspiele. Und das Lab, genau, war dann kurz ein Echtzeit-Lab, in dem dann alle so Karten ausgeteilt bekommen haben und aufeinander losgestürmt sind. Ja, wer hätte sowas beim Kirchentag erwartet? Bestimmt nicht so viele, aber es waren immerhin 60 Leute da und das, wie gesagt, das Video dazu gibt es auch von dieser Szene. Da kann man reingucken. Aber jetzt geht es erstmal wieder ruhiger zu. Und genau, man kann auf unsere Homepage gucken. Es gibt auch einen Zoom-Termin, wo wir uns dann nochmal treffen und ein, wie heißt das, Pub-Quiz machen, ein Online-Pub-Quiz. Genau, ja. Ja, die Nerdchurch immer zu empfehlen, ja. Und wenn man schon mal bei LARP ist, dann kommt man irgendwann auch auf Eleanor, ne? Du machst auch LARP? Ja, ich mache auch ein bisschen LARP. Dazu poste ich nicht allzu viel, ist aber eine Überlegung, könnte ich tatsächlich mal ein bisschen mehr Werbung für machen, weil auf meinem Twitch-Kanal läuft aktuell nichts. Ich habe nur 2 Kommentarvideos zur Splitterdämmerung gemacht, könnt ihr euch gerne bei YouTube dann mal anschauen. Ja, ansonsten mache ich halt aktuell ein bisschen Werbung für hier unsere Runde, dass ihr halt weißt, wie ist der nächste Titel für die Serie, für die nächste Episode. Ja, aber über Slab berichten wäre vielleicht mal interessant, wenn ich dann demnächst mal Bilder habe. Schreibe ich euch mal was. Halt euch auf dem Laufenden, was bei mir so geht. Genau. Manchmal haben wir ja auch Slive in Gewandung. Heute, weil es so warm ist. Obwohl, du hast dich ja so ein bisschen so mit diesem Hemd. Das ist so ein bisschen Gewandung, ne? Ja. In den ersten Folgen war Slive immer mit so einem dicken Pelz hier. Ich glaube, da wird heute eingegangen. Ja, was kann man denn bei dir so sehen auf Instagram Slive? Ach, auf Insta kann man vor allem sehen, was ich in der Hochschulgemeinde mache, also in meinem tatsächlichen Broterwerbsjob. Ich bin Pastor an der Hochschulgemeinde in Hildesheim und poste da irgendwie einmal in der Woche so ein Update, was gerade unsere Veranstaltung ist. Und ich kann, was die Besucher angeht, sagen, wir beißen nicht. Wir sind nette Leute, machen ein cooles Programm, man kann da auch mal hinkommen. Also wir freuen uns immer, wenn wir Leute auch in echt sehen.
Und ab und an leuchtet dann Werbung für die Würfelphilosophen auf. Das ist ja die Rollenspiel-Religion-Nerd-Talk-Runde, also Gesellschaftsdinge beim Koali auf dem Kanal auch mit Zeitiger und mit dem Alex und manchmal auch noch mit Gästen und Gästinnen. Und das ist immer total super und macht immer total viel Spaß. Und das kann man da ganz gut sehen. Letzte Folge gab es was zur Mission auf die Ohren. Ne? Da hatten wir jemand aus einer missionarischen Organisation als Gästin da. Genau, und uns erklärt, halt wie das geht. Genau. Ja. Genau, die ist gerade relativ frisch raus, die Folge. Hört doch mal rein. Wir freuen uns. Genau. Ja, und den Rintaro, den kriegen wir eigentlich sonst, der ist irgendwie, der läuft immer so unterm Radar. Von dem habe ich keine Links für euch, aber wenn ihr Rintaro erleben wollt, dann müsst ihr einfach hier die Folgen gucken. Das ist exklusiv, glaube ich, hier. Gibt, glaube ich, auch noch irgendwo einen One-Shot, den ich bei Koali gespielt habe oder so. Ihr könnt ja mal bei ihm stöbern. Da findet ihr auch gute Videos ohne Dann mich. Schreibt ihr unten in die Kommentare, in welchem Video habt ihr ihn entdeckt. Könnt ihr gerne verlinken. Ja. So. Tengil sagt auch mehr Lab. Elanor, jetzt weißt du Bescheid, was du machen musst. Ne? Ja. Er kommt, wie gesagt, muss mal schauen, dass ich ein paar Bilder finde. Kommt. Gut, dann vielen Dank, dass ihr trotz dieser ganzen Hitze irgendwie uns Aufmerksamkeit geschenkt habt. Vielleicht schaut ihr das jetzt auch irgendwann nach und so. Und wenn ihr es gut fandet, was wir machen, empfehlt uns gerne weiter. Lasst uns irgendwie einen Kommentar oder so da. Das freut uns. Ich leite die auch immer alle weiter. Und vielen, vielen Dank auch an euch da draußen, dass ihr alle dabei wart und so fleißig kommentiert habt. Wir hatten heute einige Leute, die, glaube ich, neu waren. Zum Beispiel hier die Fine Mondlicht, die mir auch eine PM geschrieben hatte wegen dem System. Genau, und sehr, sehr schön. Genau, und Snirkling hat auch gesagt, der guckt auf YouTube nach. Hallo, wenn du das jetzt hier guckst. Schön, dass du kurz Hallo gesagt hast, das finde ich immer sehr gut. Auch wenn man das Ganze nicht verfolgen kann, dass man trotzdem weiß, dass jemand da gewesen ist. Weil es ist ja auch immer so, auch wenn ich hier Subs und sowas habe auf Twitch, irgendwie davon leben kann ich ja bei weitem nicht, also keine Ahnung. Ich freue mich da über jeden, der mir irgendwas da lässt, aber der eigentliche Lohn unserer ganzen Arbeit hier ist ja, wenn uns jemand schreibt, hallo, ich gucke euch. Das ist, reicht schon. Perfekt. Oder ich höre euch, reicht auch. Dabei fällt mir ein, ich muss beim Pölle auf jeden Fall noch Kommentare hinterlassen, das habe ich vergessen für die letzten Folgen noch. Asche auf mein Haupt. Gut, wir sehen uns hoffentlich alle fromm und fröhlich und frisch, gesund und munter wieder in 2 Wochen. Dann geht's hoffentlich tiefer in die Wälder und schauen wir mal, ob wir die Waldelfen zu Gesicht bekommen oder noch nicht. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ach so, und ich schicke euch jetzt weiter zu Hexen. Hex, Hex. Oh, schade. Schon vorbei alles, aber du kannst dir auch andere Sachen anschauen. Zum Beispiel das da. Oder das da. Mach das mal. Tschüss.